Neurological Society. Mein Name ist Werner Hitzinger, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Präsident des Vereins Digital Society, in dessen Räumlichkeiten wir uns befinden. Die Digital Society ist ein gemeinnütziger Verein, der sich aus Mitgliedsbeiträgen finanziert und der sich zum Ziel gesetzt hat, die digitale Transformation, also die Veränderung, die große, in der wir uns derzeit befinden, möglichst positiv zu gestalten und für uns als Menschen positiv zu nutzen. Und das haben wir uns auf die Fahnen geheftet. Und wir versuchen damit auf der einen Seite sozusagen uns als Menschen, Bürgern, Arbeitnehmern, Konsumenten, in welcher Rolle wir auch immer sein mögen, dabei zu unterstützen, aber auch auf der anderen Seite Unternehmen in Österreich zu unterstützen, dabei die Veränderungen ebenfalls positiv zu nutzen. Damit möchte ich mich bedanken bei unseren Diskutanten. Ganz kurz noch zur Veranstaltungsserie der Digitalks. Wir haben im Jänner das Format ein bisschen umgestellt. Voriges Jahr haben wir uns jedes Mal mit einem anderen Thema beschäftigt und wir haben über das Thema mit unterschiedlichsten Personen diskutiert. Wir haben es heuer ein bisschen versucht neu zu gestalten. Und zwar machen wir jetzt Dreier-Serien, beginnend mit der Vorstellung einer noch aktuellen Technologie. Das ist die, über die wir uns heute auch unterhalten, nämlich künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Da hatten wir letztes Mal drei Vorträge, wo wir gehört haben, wie die Technologie genutzt wird und was man damit alles anstellen kann und auch ein bisschen, wo sich das hinentwickelt wird. Der zweite Vortrag ist der heutige, so ein bisschen aufbauend auf das, was wir das letzte Mal gehört haben, was kann man mit der Technologie machen, was hat das für eine Auswirkung auf uns, was bewegt diese Technologie in der Gesellschaft, was hat es für Auswirkungen auf uns als Bürger, Arbeitnehmer, Kunden, was auch immer. Auf der anderen Seite, was hat es für Auswirkungen auch auf die Unternehmen, was wir zurückverändern und welche Dinge gibt es da, die wir beachten sollten. Und der letzte Digitalk in der Serie ist dann, dass wir sagen, gut, das haben wir mitgekriegt, was tut die Technologie mit uns als Gesellschaft. Die Frage, die letzte, die dann zu beantworten ist, gibt es irgendwas, was wir tun müssen, um uns darauf möglichst gut vorzubereiten. Und da laden wir dann die Politik ein und Vertreter der politischen Parteien, wo wir dann darüber diskutieren und ich hoffe, wir bekommen heute guten Output aus der Veranstaltung. Nämlich aus dem, was wir heute gehört haben, gibt es irgendwas, was wir tun sollten und müssen, damit wir sozusagen in Österreich davon möglichst gut profitieren können. Und das ist der dritte Digitalk, den wir haben. Und es wird drei solche Digitalk-Serien im heurigen Jahr geben. Im Sommer machen wir Pause, zwei Monate, und im Dezember machen wir Weihnachtsfeier. Damit sind wir sozusagen relativ schön auf den 12 Monaten gelandet. Und das wiederholt sich dann halt immer in einem Rädchen. Für diejenigen, die bei uns Clubmitglied sind, sind die Veranstaltungen kostenlos. Für die anderen haben wir im Jänner begonnen, einen Unkostenbeitrag einzuheben und 15 Euro für die Veranstaltung als Unkostenbeitrag zu verlangen. Ist auch ein bisschen der Hintergrund, nein, wir wollen nicht mit den 15 Euro reich werden, sondern wir wollen eigentlich Sie dazu bewegen, Mitglied zu werden. Und damit hat die Veranstaltung auch ein bisschen einen Wert bekommen und ist nicht nur kostenlos. Gut, damit zu meinen Diskutanten am heutigen Abend. Ich fange am besten an bei der Frau Zehetmeier und wir versuchen dann durchzugehen. Ich bitte Sie selbst, sich vorzustellen ganz kurz. Wer sind Sie, was tun Sie, warum sind Sie heute hier und was hoffen Sie, dass wir heute sozusagen rauskriegen und wir gehen dann die Reihe mal durch. Also vorweg vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr wichtig, dass eben diese Themen auch auf einer sozialen Ebene mit der Gesellschaft diskutiert werden. Ich selbst, also Carina Zirkner, ich habe Jus studiert und Menschenrechte. Habe dann eigentlich den Großteil meiner Karriere als Vertreterin einerseits von der EU und von Österreich in der UNO verbracht. Und seit einiger Zeit beschäftige ich mich auch mit dem Thema, wie wirkt sich eben künstliche Intelligenz, neue Technologien als solche auf unsere Gesellschaft aus. Und was bedeutet das für uns? Natürlich primär habe ich geopolitische Sachen mir angeschaut, aber in der Zwischenzeit bin ich auch dabei, heute auch zu arbeiten. Von rechtlicher, ethischer und anderen Perspektiven.
und so bin ich auch in meine Rolle geschlüpft als Botschafterin für Frauen in künstlicher Intelligenz. Also das, damit vertrete ich einen Verein, der in Frankreich gegründet ist, ein internationaler Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Frauen quasi für das Thema künstliche Intelligenz zu begeistern, sie zu motivieren, in den Diskurs zu inkludieren und halt sicherzustellen, dass man nicht den Zug verpasst, wo man eigentlich mitgestalten möchte und sicherstellen will, dass die Outcomes quasi auch der ganzen Gesellschaft gerecht werden und nicht nur einer gewissen Gruppe. Ja. Super. Dankeschön. Herr Fleischer, Handelsvereinigung. Gerne. Ich arbeite in der industriellen Vereinigung im Bereich Bildung und Gesellschaft. Also wir verknüpfen ein bisschen so diese zwei gesellschaftspolitisch großen Bereiche. Und mir gefällt das sehr gut, was Sie gesagt haben, weil mein Chef ist vor ein paar Jahren mittlerweile schon zu mir gekommen und hat gesagt, genau diese Frage an mich gestellt. Machen wir doch ein Projekt, was hat die Digitalisierung eigentlich für Auswirkungen auf uns als Gesellschaft, auf uns als Menschen? Ja? Das wollten wir uns aus gesellschaftspolitischer Sicht auch anschauen. Und ein paar Überlegungen haben wir schon gemacht. Was ich mir erhoffe, ist natürlich, dass ich da heute auch von den Mitdiskutantinnen und von Ihnen da noch weitere Inputs bekomme. Ich selbst habe in der Wirtschaft angefangen, nämlich an einer Adelsakademie, habe dann Soziologie studiert, Religionswissenschaften studiert und bin dann in der Berufsbildungsforschung gewesen und jetzt bin ich halt doch wieder in der Wirtschaft, obwohl ich eigentlich nach der Hacke mir gedacht habe, das ist nicht so meins. Ja. Aber jedenfalls glaube ich, dass ich mit dem Hintergrund da ganz gut, also einen recht breiten Blick auf die Thematik habe. Super, danke schön. Die Frau Schögel von der Arbeiterkammer, die macht sich kurz. Genau. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin auch hier, um die nicht nur die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft, sondern auch im Umkehrschluss die Auswirkungen der Gesellschaft auf KI zu diskutieren. Ich glaube, das ist umgekehrt genauso wichtig. Das ist natürlich auch das, was uns als Arbeiterkammer am meisten beschäftigt. Also wie wirkt sich KI auf die Beschäftigten aus und wie müssen wir daher im Umkehrschluss uns auch daran beteiligen. Ich selbst bin im sogenannten Büro für digitale Agenten in der Arbeiterkammer tätig. Dort sind wir gerade damit beschäftigt, einen Fördertopf aufzubauen, der Digitalisierungsprojekte im Interesse der ArbeitnehmerInnen fördert. Da sind wir jetzt schon mit 50 Projekten sehr gut dabei und nebenbei beschäftigen wir uns natürlich mit allen Themen, die Berührungspunkte von Digitalisierung in der Arbeitswelt treffen. Ich persönlich bin eigentlich auch Betriebswirtin, war sehr lange in der Privatwirtschaft tätig, aber habe jetzt meinen Master in sozioökologischer Volkswirtschaft abgeschlossen und bin jetzt in der Arbeiterkammer in der Interessensvertretung. Schön. Und der Herr Katzelberger, der Geschäftsführer von TUN 23. Genau. Herr Katzelberger, Geschäftsführer von TUN 23, danke für die Einladung. Wir sind eine digitale Kreativagentur aus Wien und sowas wie digitale Transformation hat es bei unserem Unternehmen nie gegeben, weil wir immer schon im Kern digital waren und immer schon mit Tools von Google, Amazon und Co. gearbeitet haben. Insofern gab es bei uns auch diese Berührungsängste gar nicht. Und wir haben relativ früh damit begonnen, auch künstliche Intelligenz in unsere Projekte einfließen zu lassen. Also ich bin sehr praxisorientiert, haben mittlerweile 16 Projekte gemacht in der Richtung und eines davon war ein Programm, das mittels künstlicher Intelligenz auf Hasspostings reagiert hat. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich hier bin. Wir machen nicht nur Werbung, sondern auch hin und wieder Projekte, die für die Gesellschaft wirklich relevant sind. Super. Ich habe gesagt, wir haben sozusagen den heutigen Digitalk, der ein bisschen auf den letzten aufbaut. Ich selbst hatte das Problem, dass ich beim letzten krank war. Und ich vermute mal, dass auch ein paar Herrschaften nicht beim letzten Mal dabei sein konnten. Deswegen würde ich gerne in der ersten Frage mal, also ich werfe sie mal in die Runde, es muss nicht jeder was dazu sagen, aber wer etwas dazu sagen möchte, also wir haben über künstliche Intelligenz jetzt mal gehört, über den Nutzen, was kann die Technologie, wir haben ein paar Anwendungsbeispiele gesehen, aber vielleicht könnten wir mal kurz zusammenfassen, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Dass man sozusagen auch auf Rückschlag dazu hat. Das sollte jetzt Medienwarte dazu sein und nicht einmal nicht sozusagen die letzte Veranstaltung wiederholt. Für diejenigen, die sozusagen mit dem Thema noch nicht befasst waren,
was soll ich mir darunter vorstellen? Weil man hört es ja überall, man fliegt sie vielleicht davor. Was ist das eigentlich? Also wer möchte? Kannst du probieren. Ja, bitte. Also den Begriff gibt es ja schon seit den 50ern. Mhm. Und da gibt es ja eine Geschichte dazu, dass die Gründer selbst nicht ganz glücklich waren mit dem Begriff. Ihn aber behalten haben, weil die Journalisten das so cool fanden und das aufgegriffen haben. Und ich glaube, der Clemens weiß nicht, aber das ist immer da. Er schreibt auch immer so, dass die künstliche Intelligenz die Disziplin ist, in die viele unterschiedliche Wissenschaften mit einfließen und Teilgebiete, die das Machine Learning sind und Deep Learning, das Teilgebiet des Machine Learnings ist. Weil in Wahrheit sind die Technologien, über die wir reden, meistens Machine Learning Praxisbeispiele. Also das sind kurz gesagt Computer, die sich mehr oder weniger selber das Lernen beibringen. Total abgekürzt. Gut, ich möchte noch mehr was ergänzen dazu, oder? Gesehen. Ja, also ich war auch beim Dunkel und letzten Mal auch dabei sein und also was ich persönlich halt immer auch sehr spannend finde, ist, dass man halt oft dazu tendiert, dass alles was neu ist, was man nicht kennt, halt dann als KI definiert wird und sobald man sich an etwas gewöhnt hat wie Google Maps oder etwaige Technologien, sieht man es als so gegeben an, dass man eigentlich dem Ganzen total vertraut und so tut, wie wenn gar nichts dahinter wäre. Und was auch noch besprochen wurde, was ich finde, was immer sehr spannend ist, vor allem wenn es darum geht, ist Computer, denkt er genau wie eine Maschine oder ist es ein bisschen anders, als eben sehr viel Missverständnis um den Begriff auch ist, weil es halt diese engere und weitere KI gibt und die Super-KI, von der wir ja weit entfernt sind. Und die meisten Fortschritte tun sich eben im Bereich von der engeren KI, wo man sagt eben, die Technologie ist in einem bestimmten Feld einsetzbar, auch vielleicht auch performt sogar Menschen in diesem Bereich, aber es ist jetzt schwierig, sich eben den Algorithmus vorzustellen, der halt gleichzeitig Kaffee trinken geht und sich das Szenario vorstellt, was ist, wenn ich 5 Minuten zu spät komme. Ja. Das heißt, wirklich der die jetzt mitgenommen sozusagen, man braucht eine ganze Reihe unterschiedlicher künstlicher Intelligenzen und nur irgendwie ein bisschen von dem, was wir kennen, zu tun. Also es gibt ja anscheinend auch diese, also man sagt auch, dass das Phänomen ist, je leichter eigentlich für, oder wie banaler, also ein Vierjähriger vielleicht sich beibringt, ist viel schwieriger für die Maschine, als wie vielleicht ganz komplizierte Sachen zu verarbeiten. Was man letztes Mal gehört haben, auch von diagnostischen Bildern als Beispiel. Wir wissen ja auch nicht einmal ganz genau, was menschliche Intelligenz ist, also da gibt es auch keine letzten gültige, das ist jetzt nicht nur zynisch gemeint, sondern das ist gemeint als tatsächliche Definitionsfrage, wir wissen es ja nicht und dadurch können wir auch die künstliche Intelligenz kaum erfüllend definieren. Ich glaube, es ist nur wichtig zu sagen, dass also ich glaube, es gibt so grob drei Entwicklungskategorien von KI momentan und die erste ist eben dieses Vergleichen, also Bilderabgleich zum Beispiel, die schon recht gut funktioniert, wo die KI eben selber lernt, gewisse Muster zu erkennen und dann zum Beispiel Gesichterkennung oder im Verkehr Zebrastreifen zu erkennen. Die zweite ist so ein bisschen alles, was Beurteilung betrifft, also zum Beispiel Uploadfilter oder sowas wie die Hasspostings würde ich auch da reinrechnen. Genau, also wo die KI einen Zusammenhang erkennen muss und sagen muss, also das ist dann eine Wertung, das ist gut oder schlecht, das sollte ich blockieren oder nicht. Und die dritte ist alles, was Vorhersage betrifft. Und das ist auch, glaube ich, die, wo es am meisten Diskussionsbedarf gibt. Also Vorhersage zum Beispiel von Krankheiten, aber auch von Kriminalitätswahrscheinlichkeit, was es auch schon gibt. Das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang war es, 1955 ist der Begriff begründet worden, gibt es schon sehr lang. Die Frage ist, warum hype das Thema jetzt gerade so? Also wir haben es ja auch ausgewählt, weil es in aller Munde ist. Das war einer der Gründe. Also warum jetzt gerade? Naja, weil sich die Algorithmen verbessert haben. Weil die Rechner viel schneller geworden sind. Computerkapazitäten haben sich stark verbessert. Und es stehen viel mehr Daten zur Verfügung als früher. Also ich glaube, die haben damals einfach völlig überzogene Vorstellungen gehabt in den 50ern. Was ja letztendlich dann auch zu diesem berühmten KI in den 70ern geführt hat, weil die Performance einfach nicht gepasst hat. Aber ich glaube, das ist ja oft so, dass jetzt man sozusagen konzeptionell Dinge erfindet, die bei technisch auch noch umsetzbar sind, wenn man zwar als Konzept passt, aber der Rest noch nicht da ist, ne? Richtig, richtig. Gut. Sonst eine Ergänzung dazu?
Ja, das, ich glaube, wir werden alle zustimmen, aber die meisten. Da stelle ich einmal, dass wir in einer sehr dynamischen Zeit leben, in vielfacher Hinsicht. Und da ist dann immer die Frage, was ist die Henne, was das Ei? Also war zuerst die gesellschaftliche Dynamik da oder war zuerst die technologische Entwicklung da? Aber ich glaube, also was wir jetzt wirtschaftlich jetzt zum Beispiel mal sehen, das Konkurrenzverhältnis Europa, USA, China, diese Frage hat durchaus auch mit künstlicher Intelligenz zu tun, weil wir wissen, dass China da durchaus eine führende Rolle einnimmt in gewissen Segmenten. Und auch die gesellschaftspolitischen Fragen, die wir uns derzeit stellen, also sozusagen die Demokratisierung, die Individualisierung der Gesellschaft, also ich glaube, dass diese Vorstellungen durchaus auch Trigger sind, um so etwas wie künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln, aber natürlich die technologische Grundlage muss da sein, weil sonst könnte man das alles nicht tun. Da stimme ich vollkommen zu. Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass das Militär das die Forschung größtenteils finanziert hat, damals und heute auch. Ich bin auch noch bei euch auf. Aber KI ist nicht böse. Nur die Menschen wissen es auch. Ich möchte da jetzt ein bisschen anknüpfen an dieses Thema Amerika-China. Könnte es sein, dass sozusagen die Problematik der Europäer ist, dass wir gerade den grundlegenden Dingen, die da dahinter stecken, so ein bisschen im Hintertreffen sind? Weil, indem jetzt einmal her, China, Amerika sind uns da voraus mit den Technologien, jetzt sage ich, okay, Rechenkapazitäten, Rechenleistungen, würde ich mal meinen, sind die großen amerikanischen Provider, Amazon, Microsoft, die da Rechenleistungen im Netz zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite auch die anderen Technologien, gerade im Internet of Things Bereich, denke ich mir, sind die Chinesen da sehr führend. Läuft uns da ein bisschen die Zeit davon in der Entwicklung in Europa, um diese Chancen gut nutzen zu können? Das, was wir uns dranhalten sollten? Ja, also ich glaube, dranhalten ist auf jeden Fall. Also ich persönlich schätze die Sache eben so, man muss halt abwägen, zu welchem Preis man halt auch einen gewissen Fortschritt haben will. Und mit China hängt es halt ganz klar auch damit zusammen, dass man eben persönliche Daten nicht wirklich schützt oder schützen kann und den freien Zugang hat und Apps hat, die halt gleichzeitig das ganze Leben absaugen und Facial Recognition, die, wo man halt so ein System auch wirklich trainieren kann. Ich glaube, da muss sich halt Europa, also ist eh dabei, sich gerade zu positionieren, wie jetzt eben mit dem White Paper und anderen Wegen, ja, wo man sieht halt, wir sind uns schon bewusst, dass wir die Daten halt irgendwie schon auch brauchen, dass die wichtig sind, dass wir vielleicht Wege suchen sollen, aber wir dabei nicht unsere grundrechtlichen Basis und die Values, also die Werte, die wir uns erarbeitet haben, aufs Spiel setzen sollten. Vielleicht wir uns vielleicht auch so besser positionieren können und langfristiger und nachhaltiger, wenn eben die Einwohner Europas wissen, mit ihren Daten wird vielleicht anders umgegangen. Aber ich glaube, dass es schon ein Problem gibt, dass unsere Daten halt systematisch abwandern und gleichzeitig gewisse Konzerne in anderen Regionen dadurch halt monopolisierend wachsen. Und also es bedarf ganz schon kreativer Lösungsentwicklung. Also dass wir nicht ganz am vordersten Front stehen, was auch die technologische Entwicklung betrifft bei der KI, ich glaube, das ist allseits bekannt. Wir sind sicher die wir haben immer noch, ich glaube, der Grund dafür ist, dass unser Innovationsdruck zu der Zeit, wo das begonnen hat, nicht hoch genug war. Also die Chinesen haben auf welchen Gründen auch immer, sei es jetzt, weil sie ihre politischen Systeme halt sozusagen streamlinen wollen oder weil sie einfach aus dieser Rolle der Kopisten hinaus wollten, mit Sicherheit hier einen Innovationsschub gehabt, den wir jetzt bis zu einem gewissen Grad hinterherhinken. Aber wie man sieht, wir haben doch noch die Kapazität, auch da aufzuschließen, da bin ich überzeugt. Also wir haben ja gerade in Österreich mit unserer kleinen Struktur haben wir trotzdem Unternehmen, die ja in die Nischen hineinstoßen können. Also das würde ich nicht so tragisch sehen, aber wie gesagt, diese Bemühungen auf europäischer Ebene sind sicher notwendig, um die gesamte Kapazität, die wir in Europa haben, irgendwie nach vorne zu bringen. Ja, alleine werden wir das als Wirtschaftsraum nicht schaffen.
Schöger hat vorher gesagt, Auswirkungen der Gesellschaft auf die Technologie, das hätte ich jetzt auch ein bisschen mitgenommen, nämlich die Fragestellung ist, quasi, was wollen wir eigentlich haben, dass die Technologie tut. Das glaube ich war da jetzt schon angesprochen, deswegen würde ich es gerne dann nochmal übergeben, weil es glaube ich vorher schon gut ist. Ja, ich glaube, es gibt ganz offensichtliches Potenzial, das man mit dem Hausverstand sehen kann, also dass unangenehme Tätigkeiten uns abgenommen werden können. Ein, finde ich, relativ plakatives Beispiel kommt eher aus dem Militär, zum Beispiel eine Bombe entschärfen. Also es gibt wirklich keinen Grund, wenn ein Roboter das kann, warum das ein Mensch tun sollte. Das betrifft jetzt auch immer mehr Berufsbilder, die, da habe ich auch gerade gestern mit unserer Verkehrsabteilung gesprochen, wo wir der Meinung sind, dass die Gefahr der KI für die Beschäftigung, dass das nicht so ein einfaches Thema ist oder nicht so schwarz-weiß zu sehen ist, weil wir zum Beispiel finden, dass die U5 selbstfahrend ist, kein großer Verlust ist, weil die U-Bahn-FahrerInnen, wir wissen, oder auch LokführerInnen sehr dramatischen Situationen ausgesetzt sein können und es ist eigentlich eine Errungenschaft, dass ein Mensch das nicht mehr machen muss. Die Frage, die sich eher stellt, ist, wo die Produktivitätsgewinne, die aus dieser Automatisierung entstehen, hingehen. Und momentan beobachten wir, dass sie ja nicht den arbeitenden Menschen zugutekommen, die ja zum Großteil auch in die Automatisierung involviert sind. Also die KI lernt ja nicht tatsächlich und von Anfang an von sich selber, sondern es gibt ja schon einen Mensch, der sie trainiert. Es gibt eine Tendenz, die Ideen und die Prozesse und Abläufe, die Menschen vorher händisch verrichtet haben, den Maschinen beizubringen. Das heißt, es sind alle beteiligt daran, dass die Maschinen diesen Fortschritt erreichen und dementsprechend sollten auch die Gewinne davon verteilt werden. Das heißt, wenn weniger Arbeit händisch zu verrichten ist, sollten sie auch alle weniger verrichten müssen. Die Formel ist eine Aufgabe, weil die Fragestellung war schon, glaube ich auch, und ich glaube auch, dass das quasi ein Thema bei euch sein müsste. So die Fragestellung, was wollen wir denn eigentlich, dass die KI darf aus einer Sicht wie was ist in China, wo man sagt, da werden halt Daten von Menschen benutzt und man gibt halt jede Privatsphäre auf, die Frage gegangen. Okay, verstehe. Die Überwachung ist eine große Sorge, die wir haben. Das passiert auch, das ist auch ein guter Punkt, finde ich, passiert auch in China und in den USA sehr stark, also dass auch Menschen in der Arbeit überwacht werden. Das kommt auch sozusagen mit der Software nach Europa, das heißt, sie kann auswerten, wie viel Zeit ein Mensch in Besprechungen verbringt, in gewissen Excel-Listen, Dokumenten, das kann jetzt zum heutigen Zeitpunkt alles ausgewertet werden. Und was wir in Europa haben, sind Gott sei Dank gute Arbeitnehmerschutzgesetze, die sowas verhindern. In Österreich haben wir die Sozialpartnerschaft, wo man Betriebsvereinbarungen darüber schließen kann. Ich finde ganz wichtig, dass der Mensch, der davon betroffen ist, mitreden kann damit, was die KI macht. Und dafür ist der erste Schritt, den wir jetzt noch nicht ausreichend erreicht haben, Transparenz. Also wie kommt die KI zu den Schlüssen? Das ist, ich weiß nicht, wie viele Sitze hier alle sind, aber es gibt ja das Problem, dass bei gewissen künstlichen Intelligenzanwendungen, das heißt bei der Gesichtserkennung ins Gewicht, nicht mehr nachvollziehbar ist, wie die KI zu einem Schluss gekommen ist. Solange das so ist, ist es auch vollkommen ausgeschlossen, dass Menschen mitreden können. Ein konkretes Beispiel könnte sein eine Personalmanagement-Software, die Personen für Beförderungen vorschlägt. Wenn ich nicht mehr reinschauen kann, wie die Software zu diesem Schluss gekommen ist, kann ich zum Beispiel nicht ausmachen, ob hier ein diskriminierender Aspekt hineingeflossen ist. Das heißt, es gibt ganz viele Themen, wo wir mitreden und mitgestalten müssen. Und da ist, glaube ich, vor allem auch wichtig, dass wir die technischen Skills haben, dass wir überhaupt verstehen, was die Software macht und dann, dass wir uns auch dieses Recht wieder nehmen. Also ich würde das übersetzen, ich hätte gerne, egal wenn ich eine Entscheidung bekomme, immer gern gewusst, warum die so getroffen ist. Natürlich. Also das würde ich auch quasi im Menschlichen gerne so haben wollen. Und ich glaube, das kann man nur auf die Technologie überführen, wo ich sage, ich hätte einfach gern gewusst, wenn ich jetzt quasi ein Ergebnis bekomme, warum. Und das ist die Gefahr, also zum Beispiel, weil Sie das chinesische System angesprochen haben, viele Menschen vertrauen auf diese technische Neutralität sozusagen, also man hat vorher festgelegt, was sind die Regeln und wenn jemand die Regeln nicht erfüllt, kann ein China automatisch bestraft werden, also bei Rot über die Ampel gehen zum Beispiel. Und das Problem, das wir haben, ist in unserer Rechtsprechung, ist es ja so, dass diese Sachen begründet werden müssen, und zwar von einem Menschen.
wenn die KI jetzt einfach sagt, das war so und fertig, dann gibt es auch keine Diskussion drüber, ist das uns, glaube ich, sehr unangenehm. Und ich glaube, das ist auch das Potenzial, wo wir schon müssen, dass das den menschlichen Charakter nicht verliert. Wir sind jetzt in einem Fragebogen schon ein bisschen weiter hin angelandet, aber wir können dann gerne da weitermachen. Ich würde dann versuchen, wieder sozusagen nach vorne zu kommen. Das, was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ich sage, okay, künstliche Intelligenzen treffen bestimmte Entscheidungen und das kann in unterschiedlichsten Bereichen sein. Wie können wir denn sicherstellen, dass sozusagen das ist, was wir eigentlich haben wollen? Ja? Weil das war so die Diskussion, die wir jetzt gerade gehört haben. Was können wir tun, damit sozusagen die Dinge, die die KI ausspuckt, unserer gemeinsamen Intention folgt, als Gesellschaft, sage ich es dann. Wie kann man das überhaupt sicherstellen? Technologisch gibt es da Ansätze. Ne? Also es gibt die explainable KI, die sozusagen, wo das dann mitläuft, die Erklärung sozusagen mitläuft, damit das verständlich wird. Es gibt diese kontrafaktuellen Entscheidungen, also wo man zum Beispiel sagt, dass man gewisse Faktoren, also man trifft eine Entscheidung im Gesundheitsbereich, ja, und sagt aber dann, aber was ist, wenn wir den Fakt Geschlecht herausnehmen zum Beispiel? Ja, das bringt ganz andere Entscheidungen mit sich. Also rein von den Konzepten her gibt es ja da Ideen, wie wir zu einem Ergebnis kommen, das transparent ist und das nachvollziehbar ist. Also letztendlich ist es eher die Frage, wie bringen wir das ins System hinein, dass diese Konzepte auch angewendet werden. Ja? Und was du gesagt hast, zum Arbeitnehmerinnenschutz, bin ich natürlich vollkommen dafür, dass diese eine absolute Errungenschaft, die wir haben, die wir uns auch erhalten müssen. Wir dürfen nur nicht in die Falle tappen, dass wir immer von sozusagen dem, was wir heute haben und was wir heute regulieren, immer sofort in die Zukunft projizieren, sondern eben die neuen Technologien bringen auch neue Möglichkeiten mit sich. Also natürlich, man kann auf der einen Seite nachkontrollieren, was jemand tut im Büro, wie lang bin ich in welchem Programm drinnen und so weiter, und kann das auswerten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese großen Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten. Und wir müssen ja sehen, dass der Arbeitsmarkt sich ja offensichtlich in eine Richtung momentan wandelt, indem wir eigentlich Leute brauchen, die auf der einen Seite wirklich selbst engagiert an Tätigkeiten arbeiten, kreativ daran auch arbeiten und dieses Potenzial im besten Falle entfalten können. Ja? Und dann werden auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nichts anderes, also die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nichts anderes tun können, als sozusagen Arbeitsumfeld zu schaffen, wo es auch möglich ist. Ja? Und da hat die KI und alle digitalen Anwendungen mit Sicherheit ein großes Potenzial. Ja? Also, wir dürfen sozusagen, auch bei der Diskussion, wie viele Arbeitsplätze fallen weg, wie viele kommen dazu oder so weiter, wir dürfen auf jeden Fall nicht in die Falle treten, zu sagen, wir projizieren von jetzt alles auf die Zukunft, sondern wir müssen echt Schritt für Schritt schauen, wie erhalten wir uns die Werte, die wir uns erarbeitet haben, sozusagen, in der neuen Situation. Weil ich denke mir halt, die Werte sind wahrscheinlich auch stark unterschiedlich wo wir uns gerade befinden. Weil die Werte in China sind wahrscheinlich ganz andere, in Amerika sind sie auch ganz andere, also ich habe viel in der Vergangenheit in den USA gearbeitet, da gibt es total unterschiedliche Werteeinstellungen. Was passiert dann, wenn wir mit den Machine Learning Modellen von Google, die dann über die ganze Welt ausgerollt werden, arbeiten? Das wäre die Frage, die ich hätte. Ja, weil ich sage jetzt einmal, Arbeitnehmerschutz in China ist ein anderer als in Österreich, als ein anderer als in den USA. Und wenn jetzt eine KI habt, die halt irgendwo entwickelt worden ist, wie soll das funktionieren? Sprache braucht man ja auch nicht. Das ist doch bloß lustig. Müsste ja eigentlich in der KI ausgeführt haben, wo bin ich jetzt. Und die gesellschaftlichen Normen und Werte müssten dann folgen. Und man sagt, nein, in Österreich ist das so. In Italien ist ganz anders. Darf ich nochmal zurückkommen auf die Frage, eben, was wir tun müssen, damit die KI ausspuckt, was wir halt wollen? Ich glaube, die erste Frage ist, als Gesellschaft sich halt, also das Thema halt zu behandeln, so oft und so viel wie geht, um halt sicherzustellen, was wollen wir eigentlich, welche Entscheidungen wollen wir automatisieren und gibt es welche, die wir nicht automatisieren wollen? Oder mit KI halt unterstützt Entscheidungen. Dann glaube ich, dass Transparency ist wirklich wichtig, aber ich glaube, dass es noch unterscheiden muss, dann eben, ich
glaube, den meisten wird egal sein, ob jetzt irgendein Automat oder wie dahinter bei das Programm geschrieben wird oder funktioniert. Also ich glaube, man muss schauen, wie wirkt sich jetzt der Algorithmus oder die Entscheidung, die damit getroffen werden soll, wirklich aus auf die Gesellschaft. Und dementsprechend muss man halt, wenn man sieht, es gibt ein Potenzial, gewisse Sicherheitsvorkehrungen halt haben, schon im Vorhinein im besten Fall. Also es wird da halt auch manchmal, wenn man weiß, es könnte jetzt sich auswirken, diskutiert man ein bisschen über einen TÜV quasi oder wie man das halt macht bei Pharma, bei der Pharmaindustrie, dass man sagt, vielleicht kann man was einführen. Aber natürlich braucht man da Experten, die sich halt auch auskennen und muss man, also ich glaube, das ist schon noch ein bisschen noch entfernt, dass man von den richtigen Leuten und der richtigen Behörde oder Institution kommen, die dann das prüfen kann und sagen kann, ah ja, das kann man freigeben, ohne dass halt die ganze Entwicklung gehemmt wird und wir dann noch weiter zurückfallen. Also ich glaube, man muss das alles abwägen. Und dann gibt es halt Sachen, wo ich sehr froh bin aus Österreich, wo man eben sich dagegen entschieden hat, und das wäre halt so die vollautonome Waffensysteme, die eben dann entscheiden können, ob sie der Target bombardieren oder nicht, ob sie diskriminieren, ob ihnen egal ist, ob jetzt Zivilisten sind oder nicht. Also das sind alles Entscheidungen, die mitbedacht werden müssen. Und da hat Österreich Gott sei Dank den Standpunkt, dass wir da stark dagegen sind. Aber darum glaube ich, es kommt darauf an, nur man muss ein Assessment machen und schauen, dass man das Risiko hat. Ich versuche es einmal anders zu formulieren, so nach dem Motto, ja, ich bin froh, wenn sozusagen der Automat leichter erkennt, dass sie vielleicht eine Krankheit hat oder vielleicht auch welche. Also da bin ich ja sehr froh als Patient, wenn ich sage, okay, der Automat hat eine Krankheit gefunden, die vielleicht der Arzt nur sehen kann. Auf der anderen Seite, selbst tötende Waffensysteme, gefährlich vor, was auch aus meiner Sicht, um es vorher schon gehört, Predictive Policing, ja. Also Voraussage, mit welcher Wahrscheinlichkeit jemand ein Verbrechen begehen wird. Da gibt es einen schönen Film, der schon relativ alt ist, Minority Report, wo sowas ja dargestellt wird. Also ich wäre verhaftet, weil ich wahrscheinlich einen Mord begehen werde. Ne? Es gibt in England dieses Endrass-System, also die Augenschaft, das wurde jetzt verlängert. Ich habe auch gehört und gesehen, dass es quasi Plätze gibt, die überwacht werden, wo man sich aufgrund der Bewegungsmuster von jemandem, dass der vorhätte, was zu stehlen, kommt mir auch gefährlich vor, aber solange ich noch nichts gestohlen habe, vielleicht bewege ich mich halt auch unter Spannung. Das ist ja klar, wenn es durch und durch ein Schubs. Solche Sachen. Oder was wir auch diskutiert haben in den letzten Tagen mal, war beispielsweise Gerichtsentscheidungen automatisiert zu bekommen. Ja, sehr pro und contra, wo ich sage, ja, vielleicht ist das gar nicht so blöd, ne, weil da habe ich keinen Menschen mehr sitzen, der mich vielleicht irgendwie anders behandelt als jemand anderen, weil er nicht sympathisch bin vielleicht, aber auf der anderen Seite will ich sowas. Ja. Ja, es ist schwierig. Ich glaube, dass wir da jetzt erst am Anfang stehen, weil so viele Produkte entstehen werden, die man sich gar nicht vorstellen können. Es wird ja immer gerne mit der Elektrizität verglichen, weil auch hier haben sie das Ding einmal erfunden, aber die hatten ja noch keine Ahnung, was da alles nachkommt an Produkten und Dienstleistungen, auf dieser Technologie basieren. Ich würde sagen, die KI ist das, was jetzt auf diese Erfindung folgt. Und eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit heißt es. Ich glaube das auch. War das nicht bei allen Erfindungen so? Weil wenn man das auch erfunden hat, hat man dann mal ein paar Autos auf der Straße gehabt, dann konnte sich niemand vorstellen, dass das jemals ein Problem wird und irgendwann einmal ist dann am ersten zusammengeführt wird, dann hat man Verkehrsregeln schaffen. Also ich glaube, da ist es auch so, da muss man schauen. Ja, das Problem ist halt, also jetzt Österreich technisch betrachtet, das Strafrecht kann man halt nur im Vorhinein regeln. Also man kann halt jetzt auf österreichischer Basis, ist es nur verboten, was halt im Kodex drinsteht im Strafgesetzbuch. Und ich glaube, daher kommt auch diese ganze Diskussion, also das, was halt so schwierig ist, dass KI und eben Prozesse, wo Entscheidungen automatisiert werden, uns halt deswegen so Angst machen, weil jetzt in gewissen Situationen reagieren wir als Menschen, wir akzeptieren, dass wir Menschen Fehler machen, dass man in einer Schocksituation irgendwie reagiert und dann prüft man halt im Nachhinein, hätte sich ein durchschnittlicher Mensch, der Sorgfalt hat, halt so verhalten. Und jetzt auf einmal muss man halt sich im Vorhinein überlegen, wie man agieren soll in Situationen, die bis jetzt eigentlich, was man halt einfach abgesegnet hat und gesagt hat, naja, es ist halt menschlich, dass man
falsch reagiert in so einer Situation oder anders reagiert. Und nun ist es jetzt kein fahrlässiger Mord, sondern hat sich der Mensch so verhalten und ist frei zu sprechen. Und jetzt muss man halt dieses ganze Konzept, was über tausende Jahre gewachsen ist, sich halt neu definieren und sagen, wie tue ich jetzt diese Entscheidung jetzt abwägen? Und also viele, jetzt das kommt jetzt zu diesem selbstfahrenden Autos, und da sagen viele Techniker, und es ist mir schon öfters passiert, dass jetzt auf dem ganzen Erdbeben passiert ist, dass du die Entscheidung musst, fühle ich jetzt die 25-Jährige oder die 60-Jährige nieder. Aber das Problem ist ganz ein anderes. Es ist halt, dass wir als Menschheit uns bis jetzt diese Frage halt nicht ausdefinieren mussten im Vorhinein, sondern im Nachhinein, im Individualfall definiert haben und jetzt im Vorhinein eine Regel festlegen sollten, die diese Entscheidung abnimmt. Also darum finde ich diese Diskussion wichtig, auch wenn vielleicht man nicht immer die, man sagt, okay, also oder von manchen Seiten ist nicht so wichtig gesehen, aber ich glaube, es geht einfach ums Redefinieren von unserem Gerechtigkeitsverständnis und dem ganzen Strafsystem als solchen. Mir ist noch ein Punkt wichtig, weil wir über die Entscheidungen und über die unterschiedlichen Werte, die zugrunde liegen, gesprochen haben. Es ist ja schwer vorstellbar, wie, und ich glaube, das wissen alle, weil wir alle persönliche Beziehungen haben und so weiter, wie schwierig menschliche Kommunikation ist, wie viel zwischen den Zeilen passiert und wie viel selbst bei gesprochenen Wörtern, die gleichen gesprochenen Wörter anzustanden werden kann. Und ich stelle es mir relativ unmöglich vor, eine Wertvorstellung, also sowas wie eine Entscheidung zwischen verschiedenen moralischen Abwägungen, so zu kodifizieren, dass ich sie in eine Programmiersprache übersetzen kann. Das heißt, eine KI unterschiedliche kulturelle Werte beizubringen, mit dem heutigen Stand, und ich weiß, verstehe, dass wir uns vielleicht manche Sachen nicht vorstellen können, wird für mich einfach nicht machbar. Es ist ja jetzt schon auch das Rechtssystem entsprechend komplex aufgebaut. Also wir können unmöglich sagen, in einer Programmiersprache, da geht es immer um 1 oder 0, oder? Das ist nicht, da gibt es nicht Abwägungen und Diskussionen und offene Fragen. Und wie man das so vor. Also, man könnte ja das, was Sie gesagt haben, auch als Fortschritt sehen, nämlich, dass wir jetzt überhaupt erst einmal die Möglichkeit haben zu entscheiden, wen das Auto überfährt. Ja? Weil früher haben wir es nicht entschieden, sondern da war das eine sozusagen eine. Ja? Und es ist natürlich eine neue Herausforderung, aber wir können uns das erste Mal mit dieser Frage überhaupt prinzipiell auseinandersetzen. Und ich stimme da vollkommen zu, manche kulturellen Sachen werden wir nicht der Maschine übergeben können. Deswegen wäre mein ganz konkreter Vorschlag, also sagen wir mal zum Beispiel Thema Benotung. Ja. Benotung wäre auch, könnte man sagen, ist viel objektiver, wenn das jetzt eine KI vornimmt und nicht der Lehrer oder die Lehrerin. Ja. Jetzt würde ich sagen, mein konkreter Vorschlag wäre, genauso wie das jetzt diskutiert wurde mit dieser App, wo man die Volksschulkinder sozusagen ihren Lernstand auch einschätzen sollte. Man sollte das als Tool nutzen, das kann durchaus eine Hilfe sein, eine Argumentationshilfe sein. Es muss nur dann die Möglichkeit geben, dass ein Mensch dahinter steht, der sich dagegen entscheidet. Also wenn die KI ausspuckt, du kriegst einen Zweier sozusagen als Benotung, und der Lehrer sagt, naja, diese Person hat einen Einser verdient oder vielleicht sogar noch größere Spannweite, ja, dann muss das möglich sein, diese Entscheidung zu revidieren, begründet zu revidieren. Ja. Wie soll das beim Auto gehen? Ja, das ist eine andere Frage. Also, ja, das muss jetzt passieren, das muss jetzt genau, das muss man vorab. Ob das Auto die alte Oma überfährt oder die Schule erst. Ja. Weil der Fahrer selbst wird es nicht sein. Also soweit sind die Automobilkonzerne sich schon einig. Und es geht nur zusätzliche Variante, die aus meiner Sicht gar nicht wirklich gescheit diskutiert wird. Das diskutiert keiner, weil du hast, ja, dann trifft ja doch die Maschine wieder die Entscheidung eigentlich über Leben und Tod. Es wäre ein easy way out. Ja. Wir hätten eine Zwischenfrage aus dem Publikum. Ja. Ich habe gehört, eine deutsche Philosophin, sich auch mit dem Thema befassen, der gemeint, nach deutschem Recht darf eine Maschine, also darf niemand über das Leben einer Person entscheiden. Die Lösung für diese Automobilgeschichten wäre, dass man die Gesichtserkennung ausschaltet und sagt, das Auto überhört prinzipiell immer nach rechts aus und wenn das nicht geht, dann nach links. Ohne irgendwie zu werden. Ohne zu werden. Ja, wobei, also ich denke mir, das ist
dieses tolle das Paradoxon, wenn man sagt, okay, den überfahre ich, das ist ja auch ein altes Modell. Beim Autofahren ist es relativ plakativ, aber ich denke, in anderen Bereichen wird man Maschinen bestimmte Entscheidungen treffen lassen müssen. Und das eine Beispiel kann man schon klären, also die selbsttötenden Roboter, die man ja das Ding muss irgendwann erschießen, wenn es zulassen. Ich hätte noch eins. Wenn Sie auf Partnersuche gehen zum Beispiel, in ein Partnerportal gehen, macht die KI Ihnen Vorschläge für Ihr zukünftigen Partner. Also da wählt ja der Roboter schon vorab aus, wenn Sie da treffen. Oder wenn ich Personalabteilungen hernehme, die Bewerbungen bewerben. Ja, das haben wir beim Alles-Algorithmus dann wahrscheinlich. Ne? Ja, aber das wäre jetzt Personalabteilung, wo ich sage, ich Bewerbungen ein und suche die besten Bewerber aus. Und das ist ja auch eine Entscheidung, die ich dann trifft. Ich finde diesen ganzen Thema spannender als die Frage, wie die KI entscheidet, finde ich, wer entscheidet, wie die KI entscheidet. Genau. Das heißt, beim Auto zum Beispiel, wer entscheidet, wie das Auto fährt. Ich glaube, in Europa ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass die EU eine Regulation macht. Also sagt, die KI hat so und so zu entscheiden, zum Beispiel mit Hilfe von der Philosophin. Und es gibt ja diesen Ethikrat. Aber ich glaube, dass auch von Seiten der Hersteller ein Interesse da ist, diese Entscheidung zu werden. Bei Datingportalen ist das ja das ganze Geschäftsmodell. Also das ist die politische Frage. Ja, also wenn ich jetzt ein Autohersteller wäre, dann hätte ich natürlich möglichst gerne die Möglichkeit, die gleiche Software weltweit einzusetzen. Also es muss ja für jede Geografie anfangen zu regulieren, andere Software in das Auto hineintun. Also die Fragestellung, die sich mir da stellt, ist, fangen alle zu regulieren an und ist das dann eine globales Regularium oder habe ich halt für Geografie jeweils spezielle Regularien. Aber wenn Österreich draufkommt und sagt, na, wir sind ganz strikt, dann brauche ich im schlimmsten Fall für jedes Land der Welt eigene Implementierung der Algorithmen. Ja, das ist ja schrecklich. Also die Updates, wie bei den Bösen. Ja, das wäre der Horror für sozusagen die Industrie. Das Land überdacht, dass oft ein Update macht, das dann nicht. Dann sage ich, okay, nein, in Österreich überfahren wir zuerst die Omas und dann die Kinder und in Japan machen wir es umgekehrt. Ja, also von jeder algorithmischen Regulierung, glaube ich, ist es halt wirklich erheblich, dass jetzt die, also ich glaube, dass halt so die EU wahrscheinlich sie positionieren wird, aber es wäre jetzt wirklich problematisch, wenn halt der Vorteil an DSGVO und Datenschutzverordnung ist, dass sie zumindest ganz europäisch gilt. Und wenn man jetzt anfängt, dass jeder Staat alles reguliert, dann ist es halt für jeden, der versucht zu expandieren, zersplittert den Markt noch mehr. Und ich glaube, es wäre wirklich schrecklich aus ökonomischer Sicht. Und es gibt halt schon so kleine Bestrebungen und ich glaube, die Kommission weiß sehr gut darüber Bescheid und versucht diesen Prozess voranzukurbeln, um auf europäischer Ebene zumindest was zu bekommen. Aber ich glaube schon, dass eben der Unterschied ist halt von USA zu Europa, dass in USA Lebensmittel auch nicht getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen, sondern man gibt es auf dem Markt und dann schauen wir, wie die Leute reagieren und wenn was schief geht, nimmt man es wieder vom Markt. Und bei uns hat man halt viel strengere Auflagen, da muss alles durchgetestet werden und dann wenn es die Tests besteht, dann kommt es überhaupt erst zum Endkunden. Und ich glaube, dass sich die gleiche Mentalität halt auf europäischer Ebene durchsetzen wird irgendwo, wobei man halt aufpassen muss, dass man gleichzeitig nicht den technologischen Fortschritt, wirtschaftlichen Fortschritt halt damit total hemmt. Also ich glaube, man muss es abwägen. Aber das ist ja jetzt schon sehr, dass die SGVO die Unternehmer schon komplett blockiert hat, in der Hinsicht Daten zu sammeln und sich für die Kredite zu verwerten. Also, oder extrem vorsichtig vor allem wieder umstrafen. Also das ist ja jetzt schon so, dass gesund für die KI-Forschung war das nicht. Aber es hat sich ausgewirkt bis nach Kalifornien. Also Kalifornien von den letzten Australien und Wir wollen sicher keine DSGVO-Diskussion haben. Ergänzend dazu. Also ich glaube, das, was am meisten hängen ist bei der Datenschutzgrundverordnung, war gar nicht so sehr, dass es eine Regularik gibt, sondern dass keiner so genau gewusst hat, wie es zu interpretieren ist. Weil dann wiederum alle, also ich kenne viele Firmen, die haben vier Spezialisten gefragt, nach den Meinungen gekriegt und dann haben sie sich am liebsten gleich gar nichts traut. Ne? Also ich glaube, sowas ist schlecht. Also sowas sollte man vielleicht auch in dem Bereich versuchen, nicht zu haben, nämlich eine Regularik, die nicht klare Handlungsanweisungen gibt. Also ich glaube, das ist wichtig, also wofür sich irgendjemand entscheidet, wenn es die Europäische Union ist, dass man sagt, nein, wir wissen genau, was zu tun ist und wir haben hier sonst nicht fünf Juristen und drei Techniker
vertrauen muss. Weil das hemmt dann total, das kann man nicht vertrauen. Wir wissen genau oder wir entscheiden es einfach, weil also letztlich muss eine Entscheidung stehen. Ich glaube, und das ist, um auf ein Notenbeispiel zurückzukommen, wir werden jetzt herausgefordert durch diese Sachen nicht, unsere Verantwortung an eine KI abzugeben, sondern wir werden generell herausgefordert zu entscheiden und gewisse Dinge explizit zu machen, die wir bis jetzt eben nicht eigentlich diskutieren müssen, die wir eigentlich dem Zufall überlassen haben oder bewusst oder unbewusst zugedeckt haben. Und diese Sachen werden jetzt explizit und müssen von uns entschieden werden. Also es ist eine ganz spannende Diskussion, die wir jetzt führen. Wir werden, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit haben, diese Entscheidungen ohne Diskussion einer KI zu überlassen, weil dann eben das genau explizit wird dadurch und am Tisch liegt. Also für mich ist es eigentlich persönlich der Punkt, mit dem ich mich am meisten auseinandersetze, weil ich glaube, es braucht halt dann wirklich eine Gesellschaft, die vorbereitet ist, halt mutige Entscheidungen gegen Maschinen zu treffen. Und vor allem, wenn es dann um sowas geht wie in Gerichtsprozessen, wo man halt dann sagt, na, das System schlägt mir vor, das sollte jetzt eingesperrt werden, aber ich bin der Meinung, das kann rausgehen. Und wenn jetzt die Person eben zum Beispiel auf Bewährung geht und dann passiert was und es wird irgendwie aufgegriffen, hat man einen riesen Diskurs, Richter entscheidet gegen Maschine und man hat halt jetzt die Situation, die man dann halt wirklich bearbeiten muss. Darum muss man halt aufpassen, glaube ich, dass man halt von dieser Tech Neutrality und diesem, man nimmt alle Entscheidungen hin, die Gesellschaft hat dazu bewegt, halt wirklich mutig zu lernen, neue Entscheidungen zu treffen und vielleicht auch Systeme schafft, wie man das dann auch rechtfertigen kann. Also ich glaube, es werden ganz neue Kategorien von Entscheidungen und menschliche Entscheidungen werden auch hinterfragt. Und es ist auch gut so, weil gleichzeitig sehen wir halt jetzt die ganze Bias-Diskussion, warum sind Algorithmen mit Vorurteilen behaftet und sperren mehr Afroamerikaner wie weiße Amerikaner ein? Oder warum werden mehr Männer vorgeschlagen für CDU-Positionen als Frauen? Ja, weil die Datensätze werden die gegenwärtige Situation widerspiegeln und Entscheidungen, die bis jetzt getroffen wurden. Und das heißt halt auch, dass es nicht gut genug ist, wenn man einfach die gegenwärtige Situation reflektiert, weil es durch diese Annahme der Neutralität der Maschinen wird dann noch verstärkt, sondern man muss halt bewusst teilweise eingreifen, aber auch diese Sicherheitsentscheidungsmechanismen haben und, glaube ich, die Menschheit auch darauf ein bisschen vorbereiten, dass man in diese Konflikte geraten kann. Also ich hätte vor Dinge jetzt mitgenommen, für mich zu korrigieren oder ergänzen. Die eine Geschichte, die ich mitgenommen hätte, wäre mal, dass Transparenz ganz wichtig ist. Also dass man in irgendeiner Form nachvollziehen kann, wie so eine künstliche Intelligenz zu einer Entscheidung kommt. Weil ja nur das die Möglichkeit hat, dann ist er zu hinterfragen und zu sagen, ist das denn überhaupt gescheit? Damit würde ich wahrscheinlich auch diese Bias-Thematiken erst dann überhaupt erkennen, wenn ich nicht nur die Statistik im Nachhinein anschaue, sondern wenn ich weiß, wie entscheidet das Ding und man müsste das ja abzulesen. Das ist Transparenz in dem Moment. Das Zweite, was ich mitgenommen hätte, ist, man muss sich überlegen, in welchen Bereichen ich sozusagen alleine der Maschine Entscheidungen überlasse und in welchen Bereichen ich sozusagen die Maschine zwar Vorschläge machen lasse, aber dann sagt, da gibt es noch eine Kontrollinstanz und da gibt es noch jemanden, der quasi drüber schaut. Also wir hatten einen Richter gerade, der da drüber schaut. Und vermutlich auch in der Polizeiarbeit wäre es hilfreich, vielleicht Hinweise zu kriegen, aber nicht eingesperrt zu werden. Solche Thematiken. Das heißt, wo ich eine Kontrollinstanz einziehe, wo ich sage, ja, es gibt zwar Vorschläge, aber da gibt es noch jemanden, der das endgültig entscheidet. Sind sonst noch Dinge, die zu beachten sind? Ich finde das sehr extrem wichtig, was du gesagt hast, dass ja, die historischen Daten eigentlich. Und wenn in der Datenbank halt mehr Schwarze im Gefängnis sitzen, oder es gibt da dieses berühmte Beispiel von Google, wo eine schwarze Frau als Gorilla erkannt wurde, weil die einfach nicht genug Trainingsdaten von schwarzen Frauen hatten. Und über diesen BR-Gau eigentlich für Google, in den Google-Fotos integriert, dass da gab es eine Zeit lang keine Gorilla-Kategorie. Das passiert ja die ganze Zeit. Ich habe gerade gelesen vor Wochen, dass Google anscheinend Obdachlosen irgendwo Mittagessen gezahlt hat für Fotos. Ja, und das finde ich auch eine Wahnsinnsfläche, genau. Weil ohne sich halt über die Rechte eigentlich zu beklären, sind einfach halt. Ja, weil sie Trainingsdaten brauchen. Ja, ja. Das
sein. Wenn wir die zentralen Punkte aufschließen, würde ich noch ergänzen, nochmal, dass wir alle als Konsumentinnen und als arbeitende Menschen die KIs trainieren, die in Zukunft einen Großteil der wirtschaftlichen Leistung also dazu beitragen werden. Also ich würde plädieren, dass wir uns da bewusst sind und dass wir auch einfordern, die daraus entstehenden Effizienzgewinne, dass die uns auch zugutekommen. Ich glaube, dass wir gestern vielleicht auch diskutieren können, auch mitgenommen haben, aber ich würde gerne mal dieses Ethikthema vielleicht mal anschließen wollen. Gibt es noch irgendwas zu dem Thema, das wir jetzt diskutiert haben, dazu zu fügen? Und dann gibt es einige Fragen aus dem Bericht. Ich glaube, dass es scharf schießt. Das habe ich alleine erschienen. Wir werden sicher wieder dazu gekommen, aber den Blog, den wir jetzt diskutiert haben, würde ich mal sozusagen gerne abschließen, wenn man keine Inputs mehr hat. Na, ganz kurz, nein, ich wollte nur sagen, eben, also bis jetzt, also dieses Thema mit der Transparenz wird ja auch sehr heiß diskutiert und da kann, muss ich ehrlich gesehen noch nie gesehen, wie es halt dann aufgelegt ausschaut, dass ein neuronales Netzwerk oder wie die Entscheidung zustande kommt. Aber derzeit ist es eben so mit einer, also bei Diskriminierung, also das Outcome von Bias oder halt Vorurteilen in der KI, ist ja da, dass es dann im echten Leben zu Diskriminierung führt und das kann halt. Und das ist, wie man es jetzt zur Zeit auch erkannt hat. Es fällt ja dann auf, entweder diejenigen, die das System gemacht haben oder verwendet haben, dass das Outcome das gewünschte ist, oder eben, weil wirklich Personen dann draufkommen, sie werden falsch klassifiziert oder sie bekommen irgendeine Beihilfe nicht und so jetzt solche Sachen. Also das Spannende eigentlich daran ist ja, dass fast der Computer eigentlich ja nur auf der Unterbrechungsdaten die gleichen Fallen aufgezählt, die vorher auch schon passiert sind. Also eigentlich wird es ja nicht besser, sondern zumindest es bleibt im Vergleich. Ne? Also die Bugs, die wir vorher gehabt haben, wie uns, kommt dann wieder danach. Aber es wird besser, weil es da sinnbildlich so auf einer weiteren, also besser, weil es kommt darauf an, wie wird es damit umgehen. Ja, klar. Aber es zeigt uns zumindest auf einer grobflächigen Basis, dass es einen Missstand gibt, der nicht nur individuell ist. Das Spannende, finde ich, dabei ist, dass sozusagen der Computer ja eigentlich die gleiche Falle fortschreibt, wie wir als Menschen vorher gehabt haben. Ne? Ja, wir wissen aber nicht, wie sich in Zukunft entwickeln. Genau, aber das wäre ja eine Chance. Ich sehen, dass sich die Gleichstellung von Frauen und Männern zum Beispiel in Zukunft positiv entwickelt. Wenn wir jetzt anfangen, in alle Algorithmen reinzuschreiben, dass Frauen schlechtere Chancen haben. Nein, aber es wäre die Chance, sozusagen unsere eigenen Fehler, die wir aus der gemacht haben, eigentlich herauszuarbeiten. Ne? Wenn man es vielleicht erkennt, dass da dabei was drinnen ist und aus den Köpfen ist es schwieriger herauszukriegen, weil dort aus Generationen meistens. Also das würde ich fast als Chance begreifen, die Menschheit macht, ja, herauszuarbeiten, weil es transparent wird und eigentlich dokumentiert wird. Ne? Weil das, was in unseren Köpfen drinnen ist, ist Bias, der nicht dokumentiert wird. Ein anderes Argument, das ich in dem Bereich habe, ist halt, wenn ein Mensch halt überzeugt ist von etwas, egal was das ist, weil wir alle haben halt Vorurteile, wir alle glauben, haben halt Erfahrungen gemacht und dann haben wir verschiedene Beziehungen zu den verschiedenen Menschen. Aber wenn wirklich jemand von einem gewissen Fakt, der was halt vielleicht rassistisch, sexistisch und immer total überzeugt ist, diesen Menschen davon zu überzeugen, halt, das zu ändern, ist halt sehr schwer. Aber wenn man halt weiß, dass eine Maschine jetzt eine falsche, also man halt sagt, okay, für unsere Standards ist es nicht okay, dann glaube ich, geht es leichter zu versuchen, halt irgendwie das neue, also das Datenset zu ändern oder auch Algorithmus vielleicht irgendwie zu versuchen oder zumindest daran zu arbeiten. Aber da hilft die Transparenz, wenn ich das weiß, wie diese Entscheidungen passieren. Ja. Wieder auch nichts, ne? Weil wenn es nicht weiß, ja, kann ich nur aufgrund der Outputs noch statistisch wieder sagen, ja, das scheint nicht ganz ausbalanciert zu sein. Es gibt ja auch Versuche in diese Richtung, also zum Beispiel diese Bewertungsgesprächsroboter, die sozusagen ohne menschliches Bias versuchen, Bewertungsgespräche. Ich finde nur wichtig, hier die Abgrenzung zwischen dem Test und der Praxis zu machen. Also jetzt zum Beispiel beim IMS-Algorithmus mal in die Anwendung zu gehen, ohne sich das vorher anzuschauen. Also es ist super, wenn ich in den Datenseiten sehen kann, was meine Vorteile sind. Aber wenn es gleich auf die Menschen anwendet, ist das für mich. Ja, das muss man beim IMS-Algorithmus ja auch haben. Wir sind in Wirklichkeit ja, sage ich jetzt mal, auch eigentlich eine Vorgabe an den Algorithmus. Aber die Fragestellung ist ja, und das ist ja auch diskutiert worden in den Medien, quasi, wie gehe ich jetzt um? Ne? Also, will jemand, der einen schweren Job findet, mehr Förderung geben, damit er es schafft? Ne? Oder sage ich, nein, das ist eigentlich, da investiere ich zu viel Ressourcen hinein und es ist besser, wenn es woanders ist. Das ist ja eigentlich diskutiert worden in der Öffentlichkeit.
Also ich glaube, es ist einfach gar nicht schlecht, dass man sagt, es ist ja auch nicht gekommen, dass man sagt, nein, ich will haben, dass da jemand Unterstützung bekommt, sondern eigentlich ist ja über den Bias des Algorithmus entschieden, diskutiert. Ich glaube auch, dass man das da ein bisschen auseinandertreiben muss, jetzt diese Vorgaben, das macht schon einen Unterschied, ob jetzt ein Messalgorithmus schreibt oder ob ich versuche, mit einem neuronalen Netz das Bild einer Frau zu erkennen. Ja, klar. Es liegt ja in der Natur dieser Technologie, dass der Versuch ist, das menschliche Gehirn sozusagen nachzubauen, die Neuronen sozusagen, die Menschen künstlich nachzubauen. Na klar, wird das Ding dann auch Entscheidungen treffen, so wie der Mensch, die vielleicht manchmal nicht unberechenbar sind. Also bei unseren Experimenten kommen immer sehr arge Sachen raus, aber zwischendurch ist dann, wo kommt das jetzt her? Aber das macht ja die Faszination der KI aus. Ja, im Labor. Ja, ja, im Labor. Auch bei Menschen passiert ja sozusagen Vollklassifizierungen. Ja, genau. Das ist ja auch, da macht ja die Maschine fast dasselbe, was der Mensch auch macht. Dass unsere Entscheidungen nicht die rationalsten sind. Aber ich sage auch bei den Algorithmen, glaube ich, muss man sich klar sein, dass da durchaus auch auftraggeber Dinge drinnen stecken, wo ich sage, ja, da wollte ich nicht an, dass das rauskommt. Und das ist, glaube ich, bei dieser AMS-Algorithmus-Diskussion ja auch diskutiert worden, aber es ist in Wirklichkeit ja Vorgabe, wie setze ich meine zur Verfügung stehenden Ressourcen ein. Und das ist eine Frage, die man wahrscheinlich weg von dem Algorithmus diskutieren muss, sondern sagen muss, will ich mehr oder weniger Förderung dort haben, macht das mehr oder weniger Sinn. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt einmal, eine Entscheidung von den Auftraggebern. Wir haben jetzt über Jahrhunderte sozusagen gelernt, müssen wir sagen, mit aufklärerischen Idealen umzugehen und manchmal auch gelernt, sie zu umgehen. Ja, also wir haben immer noch Ungleichheiten sozusagen, die wir eigentlich nicht wollen. Nur die Basis ist halt jetzt eine andere, weil es explizit werden kann sozusagen und weil es sich potenzieren kann, ohne dass wir es in der Hand haben. Ja, also bis jetzt war immer wer verantwortlich zu machen, ja, in letzter Konsequenz. Ich meine, ob die dann wirklich verantwortlich gemacht worden sind, ist eine andere Frage, weil letztendlich war dann immer irgendeine Gruppe von Menschen da, die es in der Hand gehabt hat. Ja. Und das ist jetzt potenziell nicht mehr notwendig, sondern wir können sagen, KI machen und schauen, was rauskommt irgendwann in 10 Jahren. Ja. Und eben das ist, und dann ist die Maschine schuld, oder die sind noch schon viel weiter weg, die das entschieden haben irgendwann. Aber letztendlich ist dieses immer noch eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Ich hatte da sehr viele Hände oben gesehen, weil wahrscheinlich dieses ethische Thema wahrscheinlich eines der spannendsten ist. Und wir sind da auch bei der ersten Diskussion da drin. Ich habe schon mal schon so richtig gesehen. Aber wir haben es noch nicht. Das war kein KI. Das war K.O. Aber es gibt dort noch einen ganzen Stapel Sessions. Gibt es Fragen? Bitte schön. Ich möchte das Pferd-Test machen an der ethischen Forderung, zu sagen, wenn ich dann eine Entscheidung habe und ich als Mensch schaue mir das an, das muss für mich quasi glaubwürdig sein oder verständlich sein und ich bin nicht überrascht. Ich habe ein Erlebnis gehabt, das schon mindestens 20, 25 Jahre zurückliegt. AI spielt da keine Rolle, weil es ist nur um Systeme gegangen, wo der Mensch anhand eines einfachen Problems Lösungsmöglichkeiten in das System implementiert hat. Dann hat die Maschine das durchgerechnet und dann hat gesagt, unter den menschlichen Vorschlägen ist der dritte der am besten. Und dann ist man hergegangen und hat gesagt, und liebe Maschine, jetzt nehmen die 5 oder 10 Parameter, mehr waren es damals nicht, und variieren sie mit Zufallsgenerator da 5% weniger, da 10% mehr. Und siehe da, ich habe dann sozusagen diesen Prozess immer so auf 100 Jahre hochgerechnet. Ja. Und dann sind Lösungen rausgekommen, die waren viel, viel effektvoller als die, die von den Menschen vorher präsentiert worden sind. Aber sie waren nicht verständlich, nicht erklärbar. Und jetzt frage ich mich, wie geht man damit um, wenn ich jetzt AI noch habe und jetzt habe ich nicht 10 Parameter, sondern 1 Million Parameter und das wird alles mit großen Datenmengen gespiegelt. Das sage ich, da stehe ich als Mensch da davor und sage, ich akzeptiere diese Entscheidung oder nicht, aber dass ich sie noch verstehe, ist alles klar. Also, mein Bruder sitzt da hinten im Publikum und wir hatten sehr intensive Diskussionen über dieses Thema letzte Zeit, weil eben in diesem White Paper von der EU geht es um die Undurchsichtigkeit von den Algorithmen. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, viel was ich lese, geht es um dieses Black Box Problem.
Und wir haben das jetzt wirklich halt auch sehr aufgearbeitet und sehr interessant. Also Technikerperspektive finde ich sehr spannend. Und eben die Sache ist die, man hat halt die beim klassischen Machine Learning auch mal Input-Output-Mapping. Das heißt, man speist halt die idealen Resultate und vor allem alle möglichen Faktoren. Und die Maschine, die wertet das dann und kommt dann hoffentlich auf die idealen Ergebnisse. Und jetzt da weiß man nicht genau 100%, wie das jetzt im ersten Schritt gewertet worden ist, soweit ich das alles verstehe. Aber man kann dann schon retour das zerlegen und schauen, wie der Input eben verteilt worden ist. Also ich weiß nicht, ob du technisch da übereinstimmst oder wie. Ja, es gibt so diese Hidden Layers dazwischen. Genau. Und je mehr es sind, umso besser wird das Ergebnis und umso intensiver der Rechenprozess. Das ist ja das, warum man große Data Centers braucht, um das überhaupt zu stemmen. Das kann man so da im Wohnzimmer schwer zu erledigen. Und ich weiß halt nicht, also ich glaube, das kann man dann technisch vielleicht, also die einzelnen Punkte rekonstruieren. Meine Traumvorstellung, die leider nicht funktioniert, die auch schon mal angebracht habe, wäre, dass einfach so ein Decision Tree mitrennt und dann alles protokolliert. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Aber ich glaube, man kann es halt dann technisch aufmachen, die Entscheidung, aber das ist halt jetzt bei vielen Systemen auch schon so, die co-haft gekoppelt sind. Es gibt ja die Idee, dass man das offenlegt oder Algorithmen offenlegt, das schauen wir mal an, ob das passiert, dass Firmen wie Tencent oder Alibaba ihre Algorithmen offenlegt für Geschäftsmodelle. Ich glaube, das ist die Vorstellung, glaube ich, dass die Algorithmen sind wichtig, dass offen gibt. Genau. Weil, wenn Amazon mir entscheidet, welche Produkte mir vorgeschlagen werden, so gut. Ja. Aber wenn ich eben abhängig bin oder mein Leben abhängig ist davon, dann wird man wahrscheinlich andere Dinge, Voraussetzungen dran haben müssen. Ja. Ich glaube, es sollte so eine gewisse, ich finde zum Beispiel, wenn das AMS an Algorithmus einsetzt, dann sind nicht, dass das Problem ist, offen zu leben, also theoretisch. Aber wenn es um ein Business-Geheimnis geht, also ich habe auch schon darüber nachgedacht, fühlt sich deswegen schwer, weil im Pharma hat man halt jetzt IP-Rechte, Schutzzertifikate, alles Mögliche. Jetzt ist das halt aber Software und wenn man halt jetzt ein Patent kriegt für seinen Algorithmus, ist jetzt nicht das Wahrscheinlichste, also es ist sehr schwer, das zu schützen. Und daher gehört auch dieses Geheimnis, dass diese ganze Macht irgendwie dahinter ist. Und das macht es halt auch problematisch. Aber eben das Problem war auch mit dieser Compass-Software, die in den USA verwendet wird, um die Strafsatzbemessung, also eigentlich die Wahrscheinlichkeit der Wiederbetätigung, dass man wieder straftätig wird, zu bemessen. Die haben halt als erste Reaktion gesagt, nein, das kann man nicht erklären, das ist der Algorithmus. Und jetzt frage ich mich manchmal, ob das einfach so ein Argument da ist, das missbraucht wird, dass die Unternehmen sagen, oh, das war halt dieser Algorithmus und den kann man nicht erklären. Und wir wissen, dass das funktioniert. Und dann glaube ich, dass es halt vielleicht schon rechtliche Mechanismen geben soll, die halt zur Offenlegung hier den Prozess zwingen, um das Geschäftsgeheimnis offen zu legen. Oder denk mal, wenn man es regulieren wollen würde, müsste man wahrscheinlich Kategorien festlegen, wo ich sage, was tut das Ding? Also ist davon irgendwie mein Leben betroffen? Also Strafmaß würde ich meinen, wäre mein Leben betroffen. Ne? Das hätte ich gern gewusst, warum wir jetzt. Aber es ist schwierig, weil Cambridge Analytica war genauso. Und da geht es jetzt nicht ums Leben, aber es geht um die Demokratie und wir wissen gar nicht jetzt im Nachhinein, wie die Menschen, denen ist halt irgendwas gezeigt worden, die haben das gar nicht angeklickt, aber keiner weiß, was ihnen eigentlich. Aber wahrscheinlich muss man sich trotzdem überlegen, als Zuschauer, welche Kategorie gäbe es und was ist wichtig und wenn man halt darauf kommt, dass in bestimmten Bereichen was falsch drin ist. Cambridge Analytica wäre sowas, wenn man sich nachhinein, da ist was falsch gegangen, dass man sich da auch mal überlegt, wie kann ich es wieder verhindern? Die Töchterin Kaiser kommt jetzt eh noch hin zum Vorgehen Champions Festival. Ah, wow. Verräterin. Und die weiß sehr genau, was da passiert ist. Und hat das auch, ich war beim Vortrag von mir, bevor es passiert ist. Und die hat das offengelegt, ungeniert. Die haben die Leute systematisch manipuliert. Ja, ja. 300.000 Werbemittel. Aber ich denke mal, das ist so mein Beispiel mit Autofahrt. Ne? Also wir haben da jetzt eine Technologie in die Welt gehabt, da ist was passiert. Wir haben Politiker, die der Meinung sind, dass das nicht gescheit war. Wir haben leider der Bevölkerung, die meinten, dass das nicht gescheit ist. Das heißt, wenn sowas passiert, muss ich mir, glaube ich, nachher überlegen, wie kann ich das nächste Mal verhindern. Ne? Also mag ich haben, dass Wahlergebnisse irgendwie manipuliert werden können. Ne?
Und dafür muss man dann Regeln aufstellen. Wäre meine Meinung dazu. Dass ich dann so Kategorien habe und sage, okay, was ist da jetzt etwas, wo wir als Gesellschaft betroffen sind oder als Menschen betroffen sind, dann muss dann der Gesetzgeber eingreifen und sagen, da sind unsere Grundfesten der Demokratie betroffen und da müssen wir was tun. Auf der anderen Seite, wie gesagt, so Dinge, wo mein Leben betroffen ist, hätte ich auch gern gewusst. Warum wäre ich eingesperrt oder warum wäre ich von einer Firma nicht genommen, hätte ich gern zumindest zur Begründung zurück. Ne? Typischerweise ein Gespräch mit der Personalabteilung regelt das auch, dass er sagt, nein, wir haben besser und in dem Bereich hat es halt nicht passt. Ne? Das Problem ist ja die Komplexität. Wenn Coca-Cola ein neues Saften auf den Markt bringt, dann kann das auch mein Leben ändern, weil wenn da ein Gift drin ist, dann falle ich tot um. Aber trotzdem wird aus Geschäftsgeheimnisgründen ja der Öffentlichkeit gegenüber nicht die Rezeptur bekannt gegeben. Ja? Also so gesehen, es gibt ja Mechanismen und der Unterschied ist ja die Komplexität der Materie. Ja? Aber letztlich, wir können in Analogien durchaus uns überlegen, wie wir das umsetzen können auf die neuen Technologien. Also da würde ich meinen, gäbe es also klar, was heute schon im Einsatz ist, dass man halt wahrscheinlich Prüfagenturen hat, wo ich sage, da gibt es jemanden, der zertifiziert genau was, ja, wenn das wichtig ist, dass ich das Geschäftsgeheimnis betrachte und es wird wen, der sich das anschauen muss. Ich würde auch meinen, dass alles, was wir jetzt besprochen haben, de facto verboten ist. Also eine Wahlbeeinflussung ist verboten, einen gesundheitsgefährdenden Stoff in irgendwas reinzugeben ist verboten. Ich glaube, das Problem ist ja die Governance, die noch nicht am aktuellen technischen Stand ist und nicht, also wenn man jetzt die E-Commerce-Richtlinie einnimmt, die 10 Jahre alt ist, seitdem hat sich ja in der Digitalwirtschaft ziemlich viel getan. Da ist einfach, glaube ich, die Revolution nach. Ja, also gerade bei der Wahlbeeinflussung ist halt die Frage, und das ist die Regulatorik, die Frage ist das Wahlbeeinflussung. Also Cambridge Analytica hätte wahrscheinlich gesagt, nein, aber wir haben ausgebildet und wir haben ausgebildet. Ja, wir sind in einem ganz anderen Bereich unterwegs und das ist uns ja wurscht. Ne? Also da ist ja die Frage, was ist das? Und das glaube ich kann ich auch erst, also mein Gefühl ist, es ist wie beim Autofahren, wie gesagt, die Verkehrsregeln sind erst drum, wie die ersten Truppen da waren. Also ich glaube, bei jeder Technologie muss man mal aufpassen, wo passiert was und was geht eigentlich in die falsche Richtung. Ich kann das nur rechtlich sagen, also beim grundlegend die Systematik hinterm Autofahren, Fliegen, Zugfahren und so, war die Überlegung, dass man sagt, das ist eigentlich gefährlich, eigentlich wollen wir nicht, dass die Menschen mit dem Auto fahren. Aber es ist halt so eine super Erleichterung fürs Leben und es macht halt irgendwie alles besser. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, wie wir über dieses Dilemma kommen, dass wir gar nicht ursprünglich das als so gefährlich einstufen, dass wir es nicht wollen, aber trotzdem legitimieren. Und dann ist man halt mit so einem TÜV gekommen und in dem Fall glaube ich, es braucht etwas davor und dann halt in so einem Fall, wo man eben schon feststeht, man muss jetzt Geschäftsalkohol nicht offenlegen, aber wenn also ein Prozess ist und dann muss für die Beurteilung von einem Verfahren eben Algorithmus offengelegt werden, dann muss es halt auf jeden Fall passieren können. Und dann müsste es halt auch wahrscheinlich Teams geben oder Experten oder eine Behörde, die fähig ist, zuzugreifen und das offenzulegen. Und wir müssen die einfach haften. Das wäre dann meine nächste Frage gewesen, aber ich gehe mir jetzt zuerst mal zu der Ethikfrage noch ins Publikum. Da habe ich Fragen da hinten, ich fange mal hinten an und dann gehe ich wieder nach vorne. Perfekt. Also, eben eine spezifische Frage an sich, Herr Hasselberger. Ja. Und zwar, Ihr Argument, warum Maschinen nicht entscheiden sollen, war halt eben, dass Maschinen würfeln. Grundsätzlich. Nein, es war grundsätzlich gibt es diese Idee auch. Die, ja. liegt am Tisch wieder wenig diskutiert. Das ob eine Maschine diese Entscheidung treffen darf. Genau. Weil sonst hätte ich eben nämlich gesagt, ein Mensch würfelt ja genauso. Weil ein Richter ist ja bewiesen, gewisse Richter entscheiden ja vor der Mahlzeit, die waren so voll anders wie nach der Mahlzeit. Und ohne Würfeln geht es halt einfach nicht, weil wir halt einfach in einer nicht deterministischen Welt leben. Und das bringt uns dazu zu dem Transparency-Thema irgendwie, weil man denkt, glaubt ihr, dass ein Richter weiß, warum er vorher und nachher anders entscheidet? Ist vielleicht mal ein bisschen vorher streng für eure Mitmänner. Nein. Willst du damit sagen, dass dein Richter möglicherweise gerechter ist als der Richter?
Ja, ja. Aber auch Würfeln, es kommt auf die Perspektive, aber auch Würfeln folgt Gesetzen, nämlich physikalischen Gesetzen. Und so gesehen kann eine Maschine, ist jetzt meine Gegenfrage, überhaupt würfeln. Weil die, also, wie würfelt eine Maschine? Also vielleicht noch nicht zur Aufklärung, die Antwort war vorher zu sagen, wir wollen ja haben, dass die Maschine entscheidet, ob ich quasi jetzt Kind oder die Frau umfiere, ja. Sondern ich lasse es quasi einfach per Zufall passieren. Naja, es ist ja de facto so, es muss passieren, irgendwer wird verletzt. Ja. Ja, also das war zu der Frage, warum ich glaube, das ist nicht ganz richtig vorher umgekommen gewesen. Also die Maschine würfelt nicht immer, sondern ich lasse die Maschine nicht aufgrund von Inputs entscheiden, was passiert, sondern sage, okay, jetzt muss wir sterben und ich lasse es halt wie beim Menschen quasi zufällig passieren. Ja. Ah, okay, ich habe gedacht, das war, dass eine gewisse Degree of Wahrscheinlichkeit involviert ist, auch immer noch um das geht. Also da ging es darum zu sagen, ich lasse der Maschine gar nicht entscheiden, führe die alte Frau das Kind um, weil wahrscheinlich der Autolenker es auch nicht tut, sondern macht halt irgendwas, was er glaubt, was in dem Moment gerade richtig ist, und das ist jetzt statistisch irgendwie. Ne? So, aber das Auto könnte auch in den Abgrund fahren. Das könnte auch in den Abgrund fahren, und dann würde ich das Auto eigentlich überweigern, dieses Auto zu fahren. Das Auto sollte ja als erstes mich schützen. Ne? Aber das ist alles mit Denken halt, was ist mit der Person drinnen und so. Aber dann nochmal um zu der Frage kommen, also ich glaube, du hast noch nie ein Urteil bekommen, aber gesagt, ist die von Richter, ist es halt so, dass man nochmal Schritt für Schritt halt alles durchargumentiert bekommt und aufgelistet, warum der Richter zu dieser Entscheidung kommt. Und wenn du dann diese 50 Seiten als falsch schätzt, dann kannst du die nächste Instanz. Ja, aber die Frage ist halt dann, was schreibt er dann auf, wie transparent ist das, was er aufschreibt am Vormittag und wie transparent ist das, was er dann am Nachmittag aufschreibt. Ja, also ich würde jetzt nur sagen, diese Dinge der Transparenz, wenn man über die Algorithmen spricht, ist halt, dass du als Mensch willst eine Erklärung. Und diese Erklärung soll halt bei dir am Tisch, du willst halt wissen, wie ist die Person zu dieser Entscheidung gekommen. Und das Ideal wäre halt, dass von der Computerentscheidung halt dann auch so ein Text rausfließt, der dir halt genau aufschreibt, wie die Maschine halt entschieden hat. Ja. Und also das ist halt, was mit Transparenz gemeint ist. Und nachher kann die nächste Instanz diese Entscheidung anschauen und kann sagen, aha, komisch, dass die Maschine da sagt, dass du grob fahrlässig statt leicht fahrlässig gehandelt hast, weil wir finden, das ist anders, oder? Ja, ich meine, rein theoretisch, wenn es nur darum geht, dass man irgendeine Begründung findet, und man konnte die Maschine ja auch irgendwo rausspucken, wie es zu dem Kunden ist. Deswegen haben wir trotzdem noch keine Transparenz, also ich glaube, das ist richtig. Es gibt möglicherweise Juristen, die wissen genau, warum man gut diese Rechtsprechung macht. Ich entscheide ja als Richter nach Fakten. Die Fakten liefern mir Staatsanwälte, Rechtsanwälte und letztendlich sage ich, genau an diese Fakten muss ich mich halten. Wenn ich das nicht tue, geht es eben in die nächste Instanz, dann werde ich irgendwann mit möglichen Problemen. Ja, aber warum ist dann bewiesen, dass Richter vor der Mahlzeit anders entscheiden, als er noch nicht noch? Meistens am Vormittag. Ich finde aber, das ist ein springender Punkt, dass wir uns jetzt als Gesellschaft damit auseinandersetzen müssen, dass unsere Wahrnehmung davon, was Fakten sind, einfach nicht so hart auf hart so ist, wie wir denken. Ich kann nämlich, sobald ich es nämlich in meine Code reinschreiben muss, muss ich mich ganz anders dazu committen. Also ich glaube, der Vorteil der Maschine ist, dass sozusagen die Maschine zumindest zweimal die gleiche Entscheidung trifft. Richtig. Das heißt, es kann nicht passieren, dass sozusagen die Stimmungslage der Algorithmus festlegt, das ist gar nicht so. Wir dann mit den Input-Daten immer zum gleichen Ergebnis kommen. Mit den kleinen Input-Daten. Mit den kleinen Input-Daten. Aber der Algorithmus lernt dabei, die Entscheidung, die getroffen haben. Also du musst jetzt auch von Vormittag auf Nachmittag seine Meinung ändern, wenn dann neue Daten. Ja, aber ich sage immer, mit den gleichen Input-Daten kommt er zur gleichen Entscheidung. Der Richter, der vor mir den Kampf der anderen Entscheidung trifft, trifft sich mit den gleichen Input-Daten. Weil er hat das gleiche auch nochmal Verfahren vor sich. Vielleicht ist mehr Zeit vergangen. Möglicherweise. Es ist halt auch emotionaler. Das ist aber nicht weit gut. Aber was ist dann Artificial Intelligence dann? Gut. Da gibt es einen Impuls zu dem Thema. Ja, eine Frage. Das ist jetzt ein Thema, würde ich vielleicht sagen. Es gibt ja das Gerücht, ein guter Akt ist ein erledigter Akt. Also, wie schnell das jetzt geht oder wie lange das dauert. Aber es hat in Deutschland eine Untersuchung gegeben bei den Richter- und Staatsanwaltsfortbildungstagen. Und dort ein, soweit ich mich erinnern kann, von der Münchner Universität ein Rechtswissenschaftsprofessor, ein
einen Versuch unternommen und eine Untersuchung durchgeführt und hat festgestellt und hat das dann hinterher benannt als den sogenannten Schulterbisseffekt. Das heißt, man tendiert als Mensch dazu, einem anderen Menschen, dem man nahe steht, also jetzt auf der sozialen Ebene oder auf der rechtlichen Ebene, auf der beruflichen Ebene, wenn er ein Urteil fällt, dass man sich diesem Urteil anschließt. Und genau dieser Professor hat den Richtern bei den Fortbildungstagen Akten gegeben, wo drinnen steht, die Staatsanwaltschaft würde gerne in diesem Fall eine Klage erheben, was die Richter dazu sagen. Und praktisch 100% der Richter haben gesagt, ja, da möchte man die sich der Meinung anschließen und eine Klage möge erhoben werden und es möge zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Und die gleichen Akten hat man dann den Richtern wiedergegeben, wo drinnen steht, die Staatsanwälte würden hier aber gerne kein Verfahren erheben, weil eigentlich der Sachverhalt nicht ausreichend ist. Und fast 100% der Richter sich dieser Meinung angeschlossen. Das ist der sogenannte Schulterschlusseffekt. Dass man sagt, der eine und dieselbe Sachverhalt könnte man auch zweimal unterschiedlich entscheiden. Es hängt davon ab, von den Vorparametern. Es ist auch dabei herausgekommen, dass die Rechtsanwälte, die ja eigentlich auf der gleichen edukativen Schiene sind, als wie die Staatsanwälte und die Richter, denen hat man nicht getraut und die fallen nicht in diesen Schulterschlusseffekt, weil man sagt, das ist nicht einer von uns, das ist ein anderer, das ist das Gegenüber. Also große unterschiedliche Entscheidungen, die in einem derselben Fall könnte auch den Schulterschlusseffekt geschuldet werden. Dankeschön. Genau. Erste Reihe, Frau. Ja, ich möchte zu der von der Rechtsprechung willkommen, weil ich glaube, das wird eh nicht so bald mit künstlichen Intelligenz passieren. Aber ich glaube, es ist eine Forderung nach Transparenz. So, wichtig die ist sehr blauäugig. Wer müsste das durchsetzen? Letztlich die Politik, die entsprechende Gesetze schaffen müsste. Wir schaffen es jetzt im Moment nicht, weil die großen Konzerne, die dann auch die Big Player der künstlichen Intelligenz sein werden, gerecht zu besteuern. Und da hoffen wir jetzt ernsthaft, dass wir die dazu bringen werden, ihre Algorithmen offen zu legen oder das transparent zu machen. Also das halte ich für gänzlich unrealistisch. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich aber überlegen, was könnte man denn machen, also was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, also mit den normalen Mitteln der Politik. Also ich glaube, dass die Antwort relativ einfach ist. Im Bereich der Steuergesetzgebung ist es so, dass wir erfreulicherweise für die Steuerzahlenden hier viele unterschiedliche Staaten haben, die sich unterschiedlich, also dieses gegenseitig eigentlich einig sein. Und die Konzerne spielen hier auf dem Klavier, weil sie einfach immer nur hingehen und zunächst sagen, ich gebe dir weniger. Wenn ich hergehe und sage, in Europa möchten wir bestimmte Dinge regulieren, siehe Datenschutzgrundverordnung, dann gibt es ein Gesetz dazu und dann muss ich halt schauen, wie das sich vereinbart. Also ich glaube, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und auch bei den Autos hat sich ja durchgesetzt, dass man hergegangen ist und gesagt hat, dann muss es irgendwie eine technische Überprüfung geben und dann muss ein Pickel auf der Windschutzscheibe picken. Sonst darfst du halt nicht fahren. Und im wichtigen Bereich glaube ich schon, dass man das durchsetzt. Also da ist die Frage, glaube ich, oder vielleicht bitte am Publikum, was sind die wichtigen Bereiche, die uns tatsächlich notwendig machen, dass man bestimmte Dinge halt ganz offen legt und wo reicht es uns vielleicht, eine Prüfplakette zu haben, wo ein unabhängiger Leiter sagt, nein, wenn man das anschaut, das passt so weit, weil dann brauche ich ja die Dinge nicht offenlegen. Also ich würde zustimmen, dass das schwierig ist, weil die, also das, was wir jetzt besprochen haben, also wir haben unterschiedliche Sachen besprochen, aber den Algorithmus als Ganzes offen zu legen, wie Sie auch gesagt haben, würde das Geschäftsmodell der Plattform sprengen. Das heißt, ich halte es eigentlich unwahrscheinlicher, als dass sie Steuern zahlen noch, dass sie ihr Geschäftsmodell aufgeben, damit wir reinschauen können, was sie geschrieben haben. Und das ist ein ganz klassischer Machtkampf einfach. Also wie viel Mitbestimmung wollen wir haben? Und es ist noch nie in der Geschichte passiert, dass man Mitbestimmung geschenkt bekommen hat. Man muss dafür kämpfen und in der EU gibt es diese Interessens- und Grabenkämpfe zwischen den großen Konzernen, die dort Lobbying machen, zwischen den Institutionen, zwischen den Politikern und Politikerinnen, die in den Institutionen sitzen. Und ich würde sagen, es gibt jetzt schon Verbesserungen, aber das Parlament, also wo die Bürgerinnen und Bürger vertreten werden, ist am schwächsten in der Interessensvertretung. Und das ist einer der vielen Bausteine an der EU. Wir haben gute Sachen gehört, also wir können schon
mit der EU viele Regeln beschließen, die auf anderen Kontinenten gar nicht wahrscheinlich wären. Aber es gibt auch gewisse demokratiepolitische Probleme und da glaube ich, ist die KI gar kein spezielles Thema, das wird total die Steuern zahlen. Ich glaube, ich stimme der Diagnose zu sozusagen, und wenn man die Diagnose ein bisschen in die Vergangenheit sieht, wenn man da zwei Kurven zeichnet, dann würde man sagen, es ist halt so, dass die technologische Entwicklung jetzt so geht und soziale Systeme entwickeln sich leider relativ graduell. Also wir haben uns von kleinen Stammesgesellschaften, die sage jetzt immerhin einmal übernationalen Gesellschaften entwickelt, nur leider offensichtlich ziehen die gesellschaftlichen Mechanismen nicht so schnell nach, wie die technologische Entwicklung sich entwickelt, wobei man sagen muss, die Konzerne offensichtlich die schon, das sind ja auch im Endeffekt gesellschaftliche Einheiten, ja, also die tun sich da leichter. Wie gesagt, ich stimme dem allen zu und möchte nochmal einen Punkt von vorher aufnehmen, dass wir halt, wir wissen, dass die EU nicht perfekt funktioniert, ja, und wir laufen jetzt sozusagen. Also regulieren ist sozusagen nicht im engsten Sinne die Patentlösung für alles. Ja? Also wir können jetzt unzählige EU-Agenturen schaffen, ja? Nur wenn die sozusagen nicht mit der entsprechenden Rechtsprechung ausgestattet sind und mit den entsprechenden Möglichkeiten, dann wird das auch nicht hilfreich sein. Also wir müssen aufpassen, da nicht einen aufgeblähten Apparat zu schaffen, nur weil wir glauben, wir müssen jetzt der Technologie nachrechnen. Ja? Das ist aber keine zufriedenstellende Antwort, das muss ich auch letztendlich zugeben. Nur erklären zu dem, was ich gesagt habe. Also in der Finanz- oder der Steuerthematik haben wir ja die Problematik, dass die EU in Wirklichkeit gar in der Steuersache nichts zu sagen hat. Und dort ist es ja damit so, dass sich halt die Nationalstaaten auch gegeneinander liefern. Und das ist die schlechteste Möglichkeit, etwas zu regulieren, weil es einfach nicht geht. Wenn ich sozusagen, und das ist die Fragestellung, wie ich dorthin komme, nein, das ist nicht einfach, aber zumindest wäre es die Chance, wenn ich sozusagen innerhalb der EU eine Regulierung zu schaffen, dass es sowohl im Interesse der Konsumenten wäre, und sage, okay, das wollen wir als Gesellschaft, als auch im Interesse der Industrie wäre, weil ich damit nicht 26 Regularien hätte, wo jedes Land was anderes tut. Gar nichts und der andere ganz genau hinein. Also ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit wäre, zu sagen, ein Wirtschaftsraum tut sich zusammen und versucht halt für den Wirtschaftsraum regeln. Das könnten wir ja dann mit dem Steuersystem auch machen. Ja, könnten wir, also, aber dort ist es eben definitiv derzeit rausgenommen. Die Facebook, also wir klagen an Facebook, scheitern wir auch zu einem Großteil im irischen Justizsystem. Also das Steuersystem und das Justizsystem sind leider noch immer zwischen den Member-States. Solange die Iren sagen, ich gebe es euch um 0,5%, der nächste versucht es um 0,2% zu machen, so hören wir es halt aus. Ja, aber das sind halt die ganzen großen komplexen Probleme. Also das, was wir hier jetzt machen, ist ja auch eine Gesellschaft, und ich glaube, das ist wirklich der ethische Teil. Und dann gibt es halt verschiedene Mechanismen, wie wir versuchen, das Ganze dann wirklich halt irgendwie zu greifen, die Technologien. Da gibt es halt einerseits finde ich den rechtlichen Rahmen und andererseits Steuern war der wichtige Teil. Das nächste ist Bildungsbereich, Industrie, also man muss das halt dann genau ausdefinieren, aber ich glaube, das Schwierige ist halt, dass die neuen Technologien einfach durch die Bank irgendwie in allen Bereichen quasi auswirken und alles verschieben und wir als Gesellschaft gar nicht drauf oder nicht so schnell reagieren mit unseren alten Institutionen, wie wir eingesetzt sind. Da haben wir Systeme wie jetzt die USA einen großen Vorteil, die uns einfach sagen, wir haben mal das raus und dann schauen wir, was passiert. Also wie unsere Uridee, wir tun zuerst prüfen und prüfen und prüfen und dann testen, wie sie alles umsetzen und so. Ich glaube, dass ja einfach ganz ein anderer Zugang ist und es soll sich sehr schwer gestaltet. Aber Steuern finde ich sind ein sehr wichtiger. Aber vielleicht müsste man auch einfach schneller zu werden, zu reagieren. Ja, nein, das ist okay. Also exponentielle Wachstum von unterschätzen. Also die Maschine lernt viel schneller als der Mensch. Die Kurve ist steiler. Und also da das Beispiel kennen Sie vielleicht AlphaZero, das ist ein Programm von Google, das in Go gewonnen hat, aber was mich noch mehr fasziniert hat, war, das hat Schach gelernt. Innerhalb von 4 Stunden. Dem Programm hat man die Anleitung hingelegt. Das Programm hat gegen sich selbst gespielt, ein paar tausend Mal, und hat nachher den besten Schachcomputer der Welt geschlagen, und der Mensch hat sowieso keine Chance mehr. 4 Stunden. Also wenn man sich vorstellt, dass dieses Programm in
vielen unterschiedlichen Bereichen genauso agiert, dann hat uns AlphaZero schon längst aufgehängt als Mensch. Das Einzige, was noch nicht gelungen ist, ist diese Intelligenz zu verknüpfen zu einer großen allgemeinen Intelligenz, aber das kommt noch. Zur Singularität, ne? Zur Singularität, genau. Genau, das hat man nicht die Ohrschneiden von dem Algorithmus. Eine Frage noch zu dem Thema. Ich hätte da drei oder vier Dinge angebracht. Zum Beispiel, denke ich mal, ist ganz wichtig, kriegt man mit dem Ding überhaupt jemals eine Akzeptanz zustande und wenn dann bei wem? Die Firmen, die das betreiben wollen, die werden es sehr schnell akzeptieren und sogar machen, weil das in ihrem Interesse ist, in einer Art manipuliert oder was immer vielleicht, und hoffen, dass herauskommt, was sie wollen. Die betroffenen Menschen müssen das akzeptieren oder auch nicht, oder werden das akzeptieren. Ich denke, eine Frage, kann man etwas vertrauen, von dem man überhaupt nicht weiß, in welchen Fällen ein Verhalten überhaupt deterministisch ist, und ob das überhaupt jemals aktiv ist. Du hast den Begriff erwähnt, nämlich, du hast gesagt, es sind die gleichen Daten, es sind die gleichen Daten vorhanden, und es ist die Situation, die Deckung, das geht schon heraus. Es gibt aber praktisch, wenn die Ermittler ja nie in so einer Situation verzweifeln kann, aber es ist der Determinismus in dem Zusammenhang fake. Das ist ein falsches Wort. Das gibt es in meinem Zusammenhang, in meinen Denken nicht. Der Mensch hat gelernt, von einem Gerät, Schalter, Blitzschalter ein, aus, ein deterministisches Verhalten, dem zu vertrauen, das ist einfach ganz simpel. Wie soll man etwas vertrauen, von dem man überhaupt keine Ahnung hat, wie weit die Entscheidung zuverlässig ist und brauchbar ist? Da gibt es die Idee, man möchte das alles kontrollieren, Transparency. Wenn der Aufwand des Ganzen zu machen viel größer ist, als die ganze KI zu trainieren, dann glaube ich, ist das ein Rohrkrepierer. Das muss also anders machen. Also, warum will man denn überhaupt haben und wer will es haben, dass man es einsetzt? Das ist überall jetzt rumgemacht. Ich würde einmal meinen, ganz einfach, weil sich die Möglichkeit bietet, mit der enormen Geschwindigkeit, die das Ding kann, sehr viel mehr zu machen als bisher. Und Sachen abzulösen, wo der Mensch ewig lang kann merken, würde die Lust wird uns viel verlangen. Der Mensch macht vom Rechtsgeschäft sowieso Fehler, immer schon. Und er traut aber, der KI kann ich, oder erlaubt er, kann ich keine Fehler, obwohl er sich selber macht und sich selbst vertraut. Also das ist ein Spannungsfeld, das muss man auch noch mehr nachdenken. Also ich stimme komplett zu, aber ich habe vorher gesagt, die Thematik auch noch dem Algorithmus, wenn der genaue selbe Algorithmus mit genau an die trainierten Daten nochmal verwendet wird, dann kommt er genau zum selben Ergebnis. Und da stimme ich schon zu. Stimmt, kommt aber sicher nicht zum Zug, weil es ein Eintritt, wenn das Ding mitlernt. Ja, aber wir Menschen lernen ja auch mit. Und dann kommen wir zu anderen Ergebnissen über den. Ah, von gehört. Aber das war genau eben was Ihr Punkt, was Sie sagen wollten. Ne? Eine Frage habe ich noch vorhin. Ja, sind auch leider ein paar Punkte zum Georgi. Kurz bitte. Wir Menschen können mit exponentiellen Verläufen nicht umgehen, sonst wäre uns Tschernobyl zum Beispiel nicht passiert und da haben wir sehr einfache Schaltkreise gehabt verglichen mit einer AI. Zu dem Kommentar mit dem, es ist blauäugig mit Transparenz, ja, bin ich ganz bei Ihnen, aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft blauäugig sein, um zu fordern, sonst können wir ja nie was verlangen, was wir besser haben wollen. Wenn ich, also, ja, die werden es nicht morgen haben und die werden es nicht übermorgen haben und die EU ist bei weitem nicht perfekt, aber wann war unser letzter Krieg, den wir uns in Europa den Schädel eingeschlagen haben? Ne? Naja, 80 Jahre, ne? Ja. Weltkrieg. Entschuldigung, ich war nicht präzise genug. Okay. Verzeih mir bitte. Also, ja, wir sind vielleicht nicht perfekt, aber ich denke am richtigen Weg und steuern kommt von Steuern. Und da müssen wir hin, meiner Meinung nach, in der EU, aber da sind wir, glaube ich, eh alle einer Meinung. Ne? Gut. Ein Hinweis auf die Transparenz. Die ist ja sicher wichtig, aber noch wichtiger wäre eigentlich, was dahinter in die Datenmenge und was der ganzen KI zugrunde liegt, ist ja die Daten, die dahinter sind. Und ob man da das in den Griff kriegt, dass das wirklich ausreichende Daten sind, die dann nicht wieder verfälscht werden, das, glaube ich, lässt sich mit der Transparenz alleine nicht lösen. Man muss schon den Schritt vorher auch noch die Daten kontrollieren. Also
vielleicht eine Anmerkung zu Unterinstitutionen. Ich glaube schon, dass wir uns immer Institutionen geschaffen, die wir dann vertraut haben und die haben wir halt auf nationalstaatlicher Ebene angesiedelt oder wir haben auch immer hineininterpretiert, warum wir ihnen vertrauen können. Ja, ob das dann in der Realität so war oder nicht, ist eine andere Geschichte sozusagen. Aber also wir werden auch die KI institutionell irgendwie fassen müssen, in irgendeiner Form, der wir vertrauen können. Ja. Institution ist eine Geschichte, profitorientierte Firmen, das sind Unternehmen, das ist eine andere Geschichte. Ich finde, man muss den Einsatz komplett unterscheiden. Es gibt Sachen, da sind Menschen total dankbar, dass ihnen die Entscheidung abgenommen werden, und es ist ja komplett wurscht, ob das ist der auf GPS und irgendwie jetzt mein Google Maps aufmachen und sage, wo ich gehe, bin ich froh, was es sagt. Nur ist dann, wenn mal so Sachen passieren wie. Es gibt zum Beispiel für so japanische Touristen, die den GPS in Australien nachgefahren sind und haben gesagt, sie müssen auf die Insel um und die sind einfach ins Meer eingefahren. Ich würde sozusagen jetzt dieses Themenbereich hier abschließen, weil wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, ich habe zwei Themenbereiche, die ich einfach ein bisschen aufgreifen würde, weil die eine Geschichte hatten wir schon, die habe ich sozusagen ein bisschen noch später verschoben. Wenn künstliche Intelligenz Entscheidungen treffen, wir haben Juristen hier, mehrere habe ich festgestellt, es muss ja irgendjemand quasi am Ende die Verantwortung tragen, also auch die Haftung übernehmen. Wer soll denn das sein, wann das der Computer ist? Ich frage das jetzt mal in die Runde, Thema Haftung künstliche Intelligenz. Weil jetzt haben wir die Ethik betrachtet, aber jetzt passiert was, wer ist schuld? Ich finde ja, als Leitprinzip, und man kann dann mit den einzelnen anderen natürlich diskutieren, aber ich finde prinzipiell, wenn man die Macht hat und die Entscheidung daher treffen darf, dann sollte man auch die Verantwortung übernehmen. Deswegen habe ich das vorher aufgeworfen mit wer entscheidet, wie die KI entscheidet. Also ich finde ja, wir sollten das als politisches Thema wahrnehmen und deswegen auch als Demokratie entscheiden, aber in dem Szenario, dass es nicht so wäre, sollte das dann die Person sein, die die Entscheidung getroffen hat. Also wenn wir zum Beispiel das Autobeispiel behalten, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich als Autohersteller wird wahrscheinlich das Auto so einstellen, dass es einmal den Insassen und die Insassen beschützt. Ich würde es auch nicht kaufen, wenn es das nicht tut. Also wenn es transparent ist. Das ist nicht transparent. Das ist gleichweilig. Also ich würde mir erwarten, dass es mich schützt. Du sagst da ja nur. Ja, du sagst ja, wenn es transparent ist, wenn ich jetzt ein paar Autos da stecken, das andere schützt den Passanten, so andere wie. Ja. Das nehmen, das Visions, ne? Und wenn es also kein Gesetz gibt, das es verbietet und ich damit auch noch einen Gewinn machen kann, dann sollte natürlich auch ich haften dafür, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich schreibe das Thema ja immer nur am Rande, aber was mich dann schon zu denken gibt, ist, wenn die Maschine beginnt, selber Dinge zu entwerfen. Und man sich dann überlegen muss, okay, also ich mache mit Musikstücken zum Beispiel und Kunst was ausprobiert und dann steht was Neues, bin ich dann der Schöpfer. Es gibt ja immer die Diskussion, da ist es der Algorithmus, ist es die Firma, die die Software herstellt und extrem spannend. Was passiert, wenn ich das dem Kunden verkaufe? Muss ich dann quasi sowas wie Maschinensteuer zahlen oder liegt es eben an meiner Software-Lizenz, die ich kaufe? Bei den jeweiligen Unternehmen ist es sehr unterschiedlich geregelt. Aber ich bin jetzt auch kein Rechtsexperte. Also wir haben ja vor kurzem bewiesen, dass man die ganze Urheberrechtsthematik nicht so regeln kann. Ich fand richtig, wieso soll man das zaubern? Das heißt, wenn man 3D-Drucker einen 3D-Drucker druckt, der besser ist als der 3D-Drucker. Ich habe mich interessiert. Also grundlegend muss man halt unterscheiden, ob man sich jetzt im Strafrecht befindet oder halt im Zivilrecht generell oder im Verwaltungsrecht. Das sind halt die drei Kategorien. Und mit dem Thema, was mich jetzt am meisten beschäftigt hat, war die strafrechtliche Haftung. Und da gibt es eben ein berühmtes Beispiel dazu, und zwar angenommen, man braucht jetzt ein System, das was ein Autopilot ist und dessen Ziel ist, die Passagiere sicher von A nach B zu bringen. Jetzt kommt eine schlimme Situation, das System, der Autopilot reagiert und der tatsächliche Pilot im System denkt sich, jetzt muss ich das und das machen, aber die Maschine weiß, der Mensch würde falsch reagieren und jetzt löscht die Maschine den Menschen aus. Weil die Maschine weiß, wenn der Pilot eingreift, dann sterben die anderen. Und der Pilot will nur die Situation noch menschlichen Ermessen retten. Nach A sieht man, das ist nicht erlaubt, dass die Maschine nicht. Nein, wenn nach A ist, es schützt die Passagiere, wer ist Pilot, der Passagier. Jetzt braucht man, und jetzt muss man prüfen, eben in dem Fall,
man hat halt jetzt einen Schaden, also man hat jetzt eine Person, die tot ist, und jetzt prüft man diese drei Karten durch. Und jetzt müsste man schauen, kann die Maschine haften. Und da kann man alles durchspielen, aber Fazit von allem Strafrechtlichen ist eigentlich, dass eine Maschine derzeit, also eine künstliche Intelligenz, strafrechtlich nicht handlungsfähig ist, weil damit man handlungsfähig überhaupt ist, muss man halt das Unrecht der Tat einsehen, den Kodex verstehen, in Relation Bewusstsein haben. Bewusstsein haben. Und das spricht man einer Maschine ab. Und also bitte. So, also, das ist genau eine Idee, die ich mir gerne einbringen möchte. Wenn ich jetzt ein Auto kaufe mit einer künstlichen Intelligenz, der was ein Programm ist, dass es mich schützt. Und jetzt komme ich in eine Gefahrensituation, wo ich einen Menschen niederfahren muss oder nicht. Oder für einen anderen. Die Gefahrensituation ist ja eigentlich, wenn ich das jetzt von einer Versicherung hernehme, ein Unfall. Ein Unfall passiert und die Versicherung deckt den Schaden. Wenn jetzt aber der Algorithmus sagt, den Unfall verhindere ich, ich fahre absichtlich in den anderen hinein, dann steigt mir die Versicherung aus. Und in dem Moment, weil es ist ja kein Unfall mehr, und in dem Moment, wo aber jemand absichtlich hineinfahre, kann ich aber den Programmierer oder denjenigen, der den Typenschein genehmigt hat, also die Behörde, oder sogar den Lenker, der das Auto gefahren hat, vielleicht doch strafrechtlich haftbar machen. Also nicht mehr wegen einem Unfall, sondern jetzt wegen absichtlicher, also Körperverletzung, Todesfolge oder wegen Mord. Also, juristisch gesehen ist es auch ein interessanter Aspekt. Gibt's mal die Frage ist auch, wenn wir uns das durchdenken, wir haben ja da sehr viel jetzt gekehrt. Also, wie könnte ich denn überhaupt heranziehen? Tesla. Ja, ist es der Hersteller, ist es im Endeffekt, weiß ich nicht, der Designer des Algorithmus? Oder, also, um die Strafrechtlichkeit nur fertig zu reden, in dem Fall geht es dann weiter natürlich. Man kann jetzt nicht ausschließen, wie man jetzt so ein System so machen würde, egal wie es weiter produziert, es kommt dann immer wieder zurück zur Haftung, entweder vom Benutzer, weil es ist ja, es kann sein, dass alles reibungslos programmiert ist. Und alles super ist, aber der Benutzer böse Absicht hat, theoretisch, und das anderswertig verwendet, oder eben zum Hersteller. Und beim Hersteller muss man dann auch unterscheiden. Und das ist die Frage, die ich jetzt so in Lokallösungen nicht gefunden habe, ist es der Auftraggeber, diejenigen, die es programmieren, wo, aber strafrechtlich müssen wir halt immer auch eine gewisse Schuld. Aber der Hersteller kann nicht strafbar gemacht werden, weil es gibt eine Typengenehmigung, wir haben einen Typenschein, das wäre ein Kontrollinsatz. Ja, aber das haben wir noch nicht bis jetzt. Die gibt es ja noch nicht für künstliche Hintergründe. Aber so ein Auto müsste ja zugelassen werden. Aber ich weiß nicht, auf das Auto bezogen. Es gibt da juristisch einen ganz interessanten Ansatz, dass man sagt, ich führe eine weitere juristische Persönlichkeit ein. Also ich habe jetzt natürliche Personen und juristische Personen, dass ich sozusagen jetzt auch noch eine technische, eine KI-Person einführe, die quasi eigenverantwortlich ist. Und was heißt eigenverantwortlich? Eigenverantwortlich im Sinne von Schadenersatzrecht. Das heißt, ich statte diese Person mit einem finanziellen Haftungsrahmen aus und muss natürlich sicherstellen, dass diese Person sich so gut wie möglich, dass überprüfbar ist, an Regeln hält. Das heißt, das ist, im Wesentlichen mache ich dann, wenn ich jetzt von einem selbstfahrenden Auto spreche, muss dieses selbstfahrende Auto, diese KI da drinnen, einen Führerscheintest bestehen, der natürlich wesentlich intensiver ausschaut als bei einem Menschen, weil eine KI hat zum Beispiel eben keinen Selbstschutzreflex, den die Menschen haben, etc. etc. Aber im Wesentlichen bedeutet das, ich mache ein Regelwerk. Wenn die KI nach diesen Regeln handelt und diese Tests besteht, dann bekommt sie einen Autonomiestatus, wird finanziell gegen sozusagen für Unfälle versichert, entsprechend ausgestattet. Und damit kann ich diese Eventualitäten absichern. Damit bin ich überhaupt nie im strafrechtlichen Bereich, weil diese Person, also diese künstliche Person natürlich keine entsprechende Schuld trägt. Ich kenne diesen Vorschlag, der kommt vom Europäischen Parlament eben und wurde aber heftigst kritisiert, vor allem deswegen, weil man hat gesagt, okay, man hat jetzt zwei Arten von Personen im Recht, natürliche. Und dann hat man natürlich Gesellschaften, also juristische Personen. Und jetzt hat man gesagt, soll man was Drittes schaffen. Aber die Kritik rührt eigentlich daher, und ich muss ehrlich sagen, ich stimme derzeit mit der Kritik überein, dass man halt sagt, man kann das alles über Produkthaftung genauso lösen und herführen, ohne dass man zusätzlich ein komplett neues rechtliches Konstrukt schaffen muss,
das, was halt ein Wahnsinnsregelwerk mit sich zieht und alles noch verschleppt und komplizierter macht. Und es wahrscheinlich leichter ist, man halt einfach über die bestehenden, also man muss auf jeden Fall ausbauen und sich gewisse Sachen überlegen, wie man dann zuweist, weil mit einer Kombination aus Versicherungsrecht und Produkthaftung glaubt die herrschende Meinung, das irgendwie rekonstruieren zu können, für Schadensersatzrecht im Privatrecht. Und strafrechtlich ist es halt dann auch ein bisschen anders. Es gibt da eben aber noch den Punkt, dass eben genau beim Strafrechtlichen da quasi eine Lücke besteht, weil ich selbst bei bestem Wissen und Gewissen, da sind wir wieder, wie funktioniert KI? Die funktioniert dadurch, dass ich sie trainiere. Das heißt, diese Algorithmen, die ich zuerst programmiere, sind sehr allgemeiner Natur, die bilden quasi nur, die sind nur quasi das Räderwerk. Dann erst kommen die Daten hinzu, die dann wirklich diese Reaktionsfähigkeit ausbilden. Und es ist eben aufgrund dieser Komplexität, wie das intern mit diesen Hidden Layers passieren, derzeit nicht möglich vorherzusagen, wie die wirklich reagieren wird. Das heißt, ich kann bei bestem Wissen und Gewissen kann trotzdem nachher aus diesen Daten und aus diesem einfachen Räderwerk nachher etwas herauskommen, das in einer bestimmten Situation plötzlich vollkommen anders reagiert, als ich das erwarten würde. Das ist das große Problem, und da muss ich dann eben genau sagen, da habe ich dann keinen Vorsatz, das heißt, also ich habe da vorher eben keine Möglichkeit zu sagen, da ist irgendein auch nur bedingter Vorsatz, dass ich da irgendwo strafrechtlich sage, das ist jetzt ein Vorschlag an die Juristen, ja. Verbauen wir das zu einem Glas Wein. Das ist eine gute Idee und ich unterstütze diesen Vorschlag. Ich habe jetzt ein letztes Thema, das ich noch gerne diskutieren wollen würde. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, dass die automatisch fahrende U-Bahn eigentlich eine Verbesserung ist gegenüber dem vorhergehenden Zustand, weil die Arbeitsplätze, die Fahrer dort haben, nicht besonders viel sind und sozusagen der Job auch nicht der besonders toller ist und dort viele Dinge passieren können. Zusammenwirkt und vielleicht traumatisiert und all diese Dinge. Also es wird sehr viele Jobs geben, denke ich mal, wo wir sehr froh sind, dass wir Computer haben, die uns die Jobs abnehmen. Früher war es ja viel stärker im Robotikbereich, sage ich jetzt mal, dass wir die menschliche Arbeit, die Muskelarbeit auch noch im Griff haben. Jetzt geht es ja stärker sozusagen in die Gehirnarbeit hinein. Jetzt haben ja wir in den letzten Jahrzehnten in Europa sehr viel an manueller Arbeit nach Asien ausgelagert, die dort passiert, haben uns konzentriert auf die Gehirnarbeit und jetzt kommt Technologie daher, die sozusagen uns die Gehirnarbeit abnimmt, so geht's. Ich denke mir, dass die Befürchtungen durchaus nachvollziehbar sind und sagen, ja, wird uns das alles jetzt arbeitslos machen, weil wir sind in Europa sehr stark mit Gehirnarbeit beschäftigt, also Wissensarbeit, wie man so schön bezeichnet. Wie seht ihr das? Passiert das? Werden alle arbeitslos? Arbeitslos ist so negativ gesetzt. Wir werden weniger arbeiten. Ja, schon wieder. Das klingt ja für mich gut. Ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt. Der kommt, also ist natürlich was mit der Arbeiterkammer sehr konfrontiert ist. Da habe ich prinzipiell meine Meinung, dass es immer, sehr, also immer Arbeit geben wird. Die Frage ist, wie viel wir verrichten, wahrscheinlich, also ist es möglich, dass es weniger ist als jetzt. Und die andere Frage ist ein bisschen, wie ich Arbeit verstehe. Also Erwerbsarbeit, ja, klar. Es gäbe aber zum Beispiel die Möglichkeit, alle Arbeit, die jetzt schon verrichtet wird, zu entlohnen. Wir haben zum Beispiel einen Pflegekraftmangel und es wird wahrscheinlich in den nächsten paar Jahrzehnten nicht passieren, dass wir da zu wenig Menschen haben, die Arbeit verrichten. Oder zu wenig Arbeitsschulung, die für Menschen verrichtet werden muss. Und das ist ein ganz guter Öffner, die Gedanken zu öffnen, was alles für Arbeit passiert, hauptsächlich von Frauen, die nicht entlohnt wird. Das heißt, diese Arbeit in den Erwerbsarbeitsbegriff reinzuholen, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen. Genauso wie das ganze Kreativarbeitsthema, wo momentan so ein bisschen ein eindimensionaler Prozess passiert, wo jemand eine Idee hat und dann diese Idee an ein Unternehmen verkauft. Und das Unternehmen gehört dann diese Idee. Diesen Arbeitsbegriff aufzulockern und darauf zu schauen, dass die
Ergebnisse aus der Arbeit bei der Person bleiben, die sie berichtet hat. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten, um das Thema Arbeit an zu denken. Dritte Umwelt, also Arbeit, die die Umwelt reproduziert, Repariercafés als ein Beispiel, Aufräumarbeiten etc. All das könnte man versuchen, in den Erwerbsperspektiven einzubauen. Also dem kann ich, auf der Kompetenzebene kann ich dem auf jeden Fall mal zustimmen. Wenn uns sozusagen die kognitiven Arbeiten im klassischen Sinne jetzt auch noch abgenommen werden nach dem manuellen, dann werden andere Kompetenzen wichtiger werden. Und das wären soziale, kommunikative und so weiter. Ja? Ich weiß nur nicht, ob wir wirklich in Summe dann am Ende weniger Arbeit auch im Sinne von Erwerbsarbeit haben würden, weil die bisherigen technologischen Revolutionen bis zur Digitalisierung haben das zumindest für unseren Raum jetzt nicht ergeben. Ja? Also es sind ja die Arbeitsplätze letztendlich bisher nie weniger geworden. Ja? Und wir haben bis jetzt keine Indikatoren dafür, dass das jetzt passieren wird, sondern es kann durchaus sein, dass eben neue Arbeitsplätze entstehen, die wir jetzt noch nicht uns vorstellen können unter Umständen. Ja? Also so gesehen muss man natürlich aufpassen, da jetzt irgendwelche Modelle zu schaffen, die der Realität der derzeitigen noch nicht entsprechen. Ja? Vielleicht Frage dazu, weil ich habe keine Antwort dazu. Also ich glaube auch, dass sehr viele neue Berufsbilder entstehen werden. Wir haben gerade über einen ganzen Haufen neue Berufsbilder ja gesprochen, die dafür notwendig sind, dass ich dort tolle neue künstliche Intelligenzen entwickle. Also da allein entstehen ja schon viele Jobs. Ich denke mir nur, es wird wahrscheinlich immer sein, und da habe ich ein bisschen Angst davor, dass sozusagen die Menschen, die heute in einem Job unterwegs sind, wo weniger Bildung erforderlich sind, wahrscheinlich schneller wegrationalisiert werden, denn die Raketenwissenschaftler, die wir brauchen. Und aufgrund der Geschwindigkeit, die wir schon diskutiert haben, was mir Sorge bereitet, ist, wie schaffen wir es sozusagen, diese Veränderung so schnell zu machen, dass wir Leute, die vielleicht ihren Job verlieren, weil sie halt ersetzt werden, dorthin bringen, wo wir sie eigentlich brauchen und wo wir viel zu wenig haben. Also das würde ich es. Also wir haben den ganzen Bildungsbereich bis jetzt noch eigentlich fast gar nicht beschreibt, muss man sagen. Natürlich, man geht ja in jede Podiumsdiskussion irgendwann, sagt irgendjemand, die Lösung ist Bildung, Bildung, Bildung. Ja, irgendwann kommt das immer. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch hier. Ja, das kommen wir jetzt hin. Und das ist ja natürlich auch wahr, zumal ja die Raketenwissenschaftler, es ist ja bewiesen, dass Leute, die Lernen gewöhnt sind, sozusagen sich auch tun, in andere Richtungen sich lerntechnisch weiterzuentwickeln. Also das ist ja ein Aspekt, der dann noch dazukommt. Ja. Wir haben heute sehr viel über selbstfahrende oder banale selbstfahrende Autos gesprochen, aber man überlegt, sozusagen der Beruf des Kraftfahrzeuglenkers, was immer der tut, ist ja nicht nur U-Bahn, fällt wahrscheinlich mittelfristig irgendwie weg. Ne? Das sind also irrsinnig viele Leute, denke ich mal, weil Taxifahrer, LKW-Lenker, Lieferanten, alles Mögliche. Das, was mir irgendwie Sorge bereitet, ist, wenn da unten so viel rausfällt, die sozusagen vielleicht auch nicht gelernt haben zu lernen, wie schaffen wir es sozusagen, die von dort nach da zu bringen, wenn wir nicht irrsinnig flott anfangen, sie zumindest von dort nach da zu bringen. Also den Pflegebereich zu holen, ist ja zum Beispiel kein Problem. Ich kann jeden Abend im Jahr den Pflegebereich einsetzen. Ich sehe einfach ein bisschen, ich finde, das ist eine ein bisschen übertriebene Sorge, auch weil übrigens die Vollautomatisierung von den Fahrzeugen noch relativ zukunftsmusikartig ausschaut. Und wenn wir zum Beispiel die EU-Regulation so gestalten, dass jede KI eine menschliche Überprüfung braucht, dann habe ich vielleicht keinen Fahrer mehr, sondern jemanden, der die KI betreut oder so. Also ich glaube, da stimme ich. Qualifikation. Da habe ich meine Zweifel, dass der Uber-Fahrer die Uber-Fahrer Fälle versteht. Also da gibt es coole oder spannende Ansätze auch von Bill Gates eigentlich, der eben auch prophezeit, dass es zu diesen großen Jobverlusten kommen wird, wie viele andere das auch machen, also auch im UN-Rahmen. Und dann kommt man halt wieder zurück. Also grundlegend bin ich Fan vom Bildungsthema, vor allem für die Soft Skills, aber eben um dieses Problem, dass es eine Masse von Menschen geben wird, die nicht bereit sind, dann KI-Kontrolleure zu werden und dann immer 40 Jahre, also sie machen wollen, was sie gelernt haben und dabei bleiben und vielleicht mal die Bereitschaft haben, muss man halt wahrscheinlich halt auf Steuerthemen retour kommen. Und dann muss man schauen,
wie man halt gewisse Steuersysteme irgendwie einführen kann. Und da geht es so also Roboter oder wie man die Steuer sein kann, bis hin zu, man muss sich neu überlegen, wie man halt wirklich, also es wird ja prophezeit auch und ich glaube, es zeichnet sich auch ab, dass mit den Daten und Algorithmen und der gegenwärtigen Situation halt ein bisschen Monopolisierung entsteht in gewisse Richtungen und Unternehmen und dass das nicht gut ist für die Sozialstaaten und mit Systemen, wo man halt der Steuer entkommen kann, ist natürlich problematisch. Und für mich persönlich ist das Riesenproblem dahinter oder noch dazu ist, ist, dass global betrachtet 40-50% der Welt halt vom Internet abgeschnitten sind. Das sind gleichzeitig die Staaten, die also am meisten von Global Warming betroffen sind. Und die bleiben halt jetzt komplett hinten in diesen ganzen Diskussionen. Und dass es dann halt wieder ums Thema Migration und Konflikt und alles andere geht, ist für mich halt nicht, also ist prophezeibar, wenn man halt jetzt nicht über den Tellerrahmen rausdenkt und sich überlegt, wie stellen wir sicher, dass man halt auch nicht nur also jetzt in gewisse Regionen, aber vielleicht auch die anderen irgendwie mitnimmt und ihnen eine Chance gibt, dass sie mitentwickeln oder halt Technologien für ihren Vorteil nutzen. Und ich glaube, dass dieses Thema sehr unter den Tisch gekehrt wird, weil viele Staaten haben halt dann ganz andere Probleme, wenn es eben um eher Korruption geprägte Staaten, wo es halt um Bürgerkrieg geht, die können sich jetzt schlecht damit beschäftigen, dass halt jeder 5G wird und also ich sehe das halt als ein Riesenproblem, was man halt ansprechen sollte. Ich glaube, es ist eine Frage. Guten Abend, Projekt. Ich bin der Sofort, der da gute Meinung dazu. Er ist überzeugt davon, dass in den nächsten 10, 15 Jahren die Arbeitslosigkeit bis zu 40-50% steigen wird. Durch die Digitalisierung, durch die künstliche Intelligenz. Und die trifft aber nicht die einfache Gruppe, die Arbeiter, die Strotter, sondern die Mittelschicht. Und jetzt ist das die Lösung nur mehr, das zu steuern unter Umständen, dass man das Steuersystem überdenkt. Weil wenn es 40% Arbeitslose gibt, gibt es erstens auch mehr wieder einen Bürgerkrieg, weil wenn 40% der Leute verarbeitet haben, dann gibt es auch Vereine und Streitereien. Und da muss der Staat rechtzeitig überlegen, soll ich nicht das Steuersystem ändern. Weil wenn es 40% Arbeitslose gibt, dann fließt da viel zu wenig Steuern ein. Muss man auch an das Steuersystem denken, ob das dann digital, also Maschinensteuer, Digitalsteuer oder wie man immer das nennen möchte, wird. Oder jetzt aber schon nachweist, dass nur mit 2%, wenn man das jetzt zum Beispiel auf die Digitalsteuer umlegt oder auf die Transaktionssteuern, wäre genug Geld, dass man all diesen 40% ein Grundeinkommen gibt zum Beispiel. Ja, ich bin da ich stelle es nun nochmal in Frage, ob es diese 40% wirklich in absehbarer Zeit geben wird. Also es gibt momentan für Österreich einmal nicht wirklich die Indikatoren dafür, wo ich dem Recht gebe, ist, und da habe ich auch eine nette Studie gelesen, da hat eine Stanford University verglichen, die KI-Patente mit den Ausschreibungen Stellenangeboten. Und da ist genau das rausgekommen. Das ist genau die mittlere Qualifikation. Die Arbeiterkammer. Nein, die Industriellenvereinigung. Also zum Beispiel nur der Bankbereich, da wird abgebaut, was die Länge hält, um Gottes Willen. Es wird in Zukunft nur bei Maschinen gehen und nur bei Bankdirektoren ganz oben. Ich würde gerne nochmal präzisieren, was ich meine. Ich habe überhaupt nicht gemeint, dass es Gefahren gibt, dass die Beschäftigung zurückgeht, sondern dass die anfallende Arbeit zurückgeht. Ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft, so wie du gesagt hast, jemals keine Arbeit haben werden. Die Frage ist, wie organisieren wir das? Und wenn wir zum Beispiel jetzt schon bei einer Arbeitszeitverkürzungsforderung von 35 Stunden an so harte Grenzen kommen, dann ist es natürlich ein Problem. Und dann kann es eintreffen, dass man nur mehr die Management-Ebene hat und ich möchte einfach die Drecksarbeit, die nur den Unterschied verrichten muss. Das kann natürlich passieren. Aber dann muss ich mir überlegen, wie mache ich das als Gesellschaft? Da gibt es Konventionsstrategien, wir haben eine Sozialpartnerschaft, also da gibt es schon Modelle. Aber das wird nicht an der Arbeit scheitern, sondern an der Organisierung unserer Gesellschaft. Das ist der Anfänger der Politik. Vielleicht auch noch, was mir dazu einfällt, ist, ich höre bei Unternehmen derzeit schon, dass wir quasi im Facharbeiterbereich viel zu wenige Menschen haben, die dort zu bekommen sind. Also wir machen zwei Sachen so. Also die Geschichte, ob die Unternehmen ausreichend Mitarbeiter haben, die diese Jobs, die ich zu füllen habe, die füllen kann. Das heißt, in diesem Bereich der qualifizierten Facharbeiter höre ich die Wirtschaft jetzt schon sehr laut schreien, dass es keine gibt. Auf der anderen Seite glaube ich halt, dass man in dem Bereich der weniger Qualifizierten halt
doch viele auf der Straße stehen haben werden. Und auf der anderen Seite, das, was wir vorher gesprochen haben zum Thema Bildung, der Jack Ma von Alibaba hat gesagt, wir sollten den Menschen das beibringen, was die Maschinen nicht kennen. Und das sind eben, haben wir uns auch schon gehört bei Ihnen, soziale Skills, Kommunikationsskills, Empathie, das kann die Maschine nicht. Also, dass wir den Menschen versuchen, diese Dinge beizubringen, weil die braucht man nämlich auch in den Unternehmen, weil da dreht auch in diesem Bereich einiges schief momentan in Wirklichkeit. Das heißt, die Fragestellung ist eigentlich das Gesellschaft, ich habe Bildung gehört, ja, was müssen wir tun, damit wir sozusagen uns anders aufstellen. Ja, also das glaube ich, das ist schon eine Herausforderung. Um auch was Positives zu sagen, wenn ich jetzt mit Leuten rede, die jetzt noch in der Schule sind, also unter 20, dann merkt man wirklich, dass da eine Mindset-Änderung bei den Leuten einfach da ist. Ja. Ja. Und nicht nur, weil sie mit dem Handy spielen, sondern einfach, weil sie einen ganz anderen Zugang zu persönlicher Entwicklung und zu lernen haben. Ja. Das Problem ist ja nur, dass Leute wie wir hier alle, die vor, was weiß ich, ich will jetzt in 10 bis 30 Jahren in der Schule waren, ja, ja das so zu, oder mehr, ja, ja sozusagen ja, das noch nicht mitbekommen haben. Ja, also die, und die ja noch mal ganz, mit einem ganz anderen Bildungsverständnis sozusagen aus dem Schulwesen einmal rausgegangen sind. Ja. Und das stimmt, jemand, der seit 25 Jahren im Job ist und jetzt umlernen muss, das ist die große Herausforderung, nämlich vom pädagogischen her und nicht vom, wahrscheinlich nicht vom kognitiven oder von den Fähigkeiten her, aber vom Willen her. Also wenn wir jetzt da angekommen sind, glaube ich, da gibt es auch ein paar Dinge, die glaube ich, in der Altersstruktur unterschiedlich sind, in den Dingen, die man gelernt hat, unterschiedlich sind, auch in den Unternehmen oder im Privatbereich unterschiedlich sind. Und das, was ich mich frage, ist, wie wir das gemeinschaftlich auch hinkriegen können. Weil mein Gefühl ist, dass man in Europa irgendwie, allgemein in Österreich glaube ich auch sehr speziell, wenig, wie soll ich jetzt sagen, private Initiative und Lernkultur haben. Das zweite, was mir aber auch abgeht, ist auf der Unternehmerseite, weil auch dort habe ich das Gefühl, und ich rede sehr oft mit Geschäftsführern in Unternehmen, dass man dann da sagt, naja, das ist aber echt teuer, wenn ich da in die Ausbildung meiner Mitarbeiter investiere. In manchen Bereichen. Ja, wo man das Gefühl hat, naja, das ist jetzt irgendwie, ja, kann man es halten, das notwendig ist, aber dass da auch viel zu wenig getan wird. Und ich weiß nicht, ob wir uns da miteinander nicht ein bisschen mehr sozusagen an den Ohren und an den Nasen nehmen müssten, dass man sagt, okay, private Initiative stärker zu fördern, Töpfe besser zu schaffen, wo ich sagen kann, nein, ich will mich jetzt wo weiterbilden, wo ich nicht gerade vielleicht meinen Job brauche, weil die Firma vielleicht da gerade kein Interesse hat, dass ich das lerne, weil das mir vielleicht noch ein weggeht. Ne? Also diese Ängste hat man natürlich, hört man immer. Also mit dem Bildungssystem allgemein nicht mehr Anstrengungen unternehmen müssten, dass sowohl die private Initiative besser gefördert wird, als auch die Unternehmen stärker dazu gebracht werden, zu sagen, ich schaue lieber, dass ich meine Mitarbeiter weiterbringe, bevor ich nachher keine qualifizierten Arbeitskräfte am Markt draußen bringe, die eh nicht zu finden. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er widersprechen würde. Ja, ich glaube nur, dass wir da insgesamt irgendwie was tun müssen, weil es halt nicht so einfach ist. Ja, also ich kann vielleicht nur sagen, eben weil ich vertrete diese Organisation Women in AI und was halt für mich wirklich ein brennendes Thema ist, ich meine ganz ehrlich, Programmierarbeit kann man oft als Homeoffice machen, aber dieser Job ist halt nicht wirklich gut verkauft oder ich weiß nicht, ich glaube, dass man das ganz anders aussetzen muss. Schon ganz jungen Alter, weil versuchen muss, dass man wirklich Coding in den Schulen bringt, dass man sieht, was man damit umsetzen kann, was man schaffen kann. Und einfach auch diesen Swift irgendwie, dass man das Stereotypen, ja, es ist ja wirklich so, dass sich oft Frauen, Mädchen gegen Mathe entscheiden, weil aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, dass man ganz zeitig da ansetzen muss, um das ja zu ändern und generell dafür Mindset schaffen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Frauen auch programmieren können, genau so eine Sache. Weil das gibt es ja auch Studien darüber, dass die Silicon Valley-Programmierer, und ich gender jetzt nicht, weil es Männer sind, ihren Bias einprogrammieren, denen sie nicht bewusst sind. Und je mehr Gruppen man reinholt, die mitdreht, denen uns was auffällt, desto besser. Also das ist essentiell, dass alle in der Gesellschaft sind. Ohne Diversität ist es halt schwierig, dass man Entscheidungen trifft, die dann wirklich halt repräsentativ sind. Und es ist, glaube ich, Statistiken sagen, dass man eine kritische Masse von 30% hat,
Frauen sind über 50% und in diesen Themen sind sie halt wirklich unterrepräsentiert unter anderem. Aber das Problem ist, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, alle sollen mitreden auf der Code-Ebene, weil man muss jetzt schauen, dass man vorher ansetzt und versucht halt Frauen in diese Richtung halt auch zu bewegen oder andere Gruppen zu begeistern. Genau. Und das mit der Umschulung, also ich glaube, dass da viele Systeme hängen, weil es ist halt so steuerlich, kann man jetzt was absetzen, wenn man sich weiter und fortbildet, aber wenn man jetzt ganz was anderes macht und sagt auf einmal, ja, ich als Juristin mache jetzt einen Coding-Kurs, dann ist es schwer zu legitimieren, wie ich jetzt auf die Idee komme. Und ich finde, dass da politisch wahnsinnig viel Spiel an ist. Dazu möchte ich noch sagen, diese Kurse, die sind größtenteils kostenlos. Ja. Also da kann man gar nicht erzählen, dass es so teuer ist und man muss immer reinhängen und das machen. Der Zeitaufwand für die Unternehmen. Der Zeitaufwand ist groß, das stimmt, aber es ist eine riesige Bereicherung. Wenn der Mitarbeiter sehen, also in unserem Fall, wir haben das Thema ja dauernd am Tisch. Also ich bin einer von denen, die das natürlich voll unterstützen, weil je schlauer der Mitarbeiter, umso effizienter ist. Vielleicht was ich mitgenommen habe, was in Deutschland angedacht ist, ich habe das noch nicht umgesetzt, aber dort denkt man darüber nach, sozusagen die Arbeitslosenversicherung in eine Arbeitsversicherung zu verändern, dass man sozusagen da eingezahlt wird, aber ich kann die in Anspruch nehmen, noch bevor ich arbeitslos werde, indem ich sage, nein, ich würde jetzt mich quasi anders weiterbilden, als mein Unternehmen das von mir haben will. Weil als Unternehmen wird man keine Kurse zahlen, wenn ich jetzt das machen soll. Ne? Und ich will mich aber verändern. Und die Juristin, die sagt, die programmiert ja dann, also in einem Unternehmen kommt es meistens nicht gut an, weil ich war Juristin, also programmieren. Wobei sozusagen das, was die Unternehmen wollen, wenn es gut ist, ist es ja gut. Ja. Das Problem ist ja nur, dass die Treffsicherheit auch in den Unternehmen, muss man sagen, gerade bei kleineren Unternehmen, machen wir einen Office-Kurs und dann sind es digitalisiert. Ja. Und also da müssen wir mit Sicherheit die Treffsicherheit und auch die Lernkultur noch weiter verbreiten. Ja. Ich meine, ich könnte natürlich interessenspolitisch 100-mal jetzt argumentieren, Lohnnebenkosten sind zu groß, dadurch kann man die Zeit nicht zur Verfügung stellen. Lernen zu gehen und so weiter, da könnte man stundenlang was sagen. Ja. Man kann auch argumentieren, ob nicht der AMS-Algorithmus ja nicht doch etwas beiträgt, um die Lernangebote, die dann daran anschließen, treffsicherer zu machen. Also das ist zumindest der Wunsch, ob das jetzt das wäre das Potenzial zumindest. Ja. Also da ist sicher einiges zu tun. Es gibt im Bildungsbereich, der Talentify hat eine Portfolioentwicklung, die sozusagen mit KI einem ein Leben lang begleiten soll, das ist die Idee. Und einem sagt, was der nächste Schritt ist in der Kompetenzentwicklung. Also da gibt es ja auch unglaublich viel Potenzial noch zu reden. So, ich glaube, wir sind so im Bogen durch. Was ich gerne jetzt noch als Frage stellen würde, ist, was haben wir vergessen? Was müssen wir tun in Österreich, damit wir sozusagen künstliche Intelligenz positiv nutzen können? Was haben wir heute noch nicht besprochen, das dringend notwendig wäre, damit wir Österreich als Standort verbessern und uns gut aufstellen können? Also ich habe mir vorgenommen, aus verschiedenen Gründen Verantwortungsbewusstsein, überall wo ich hingehe, den Satz zu sagen, wir haben nur 10 Jahre Zeit. Wir haben nicht um die Klimakrise geredet und diese ganzen Sachen, die wir jetzt diskutiert haben, die Daten, Landschaft, Serverlandschaft, alles, das braucht alles Energie, das ist alles nicht zu vernachlässigen und es gibt noch nicht ausreichend Studien, die das zusammenfassend berichten können. Das heißt, bei all diesen Überlegungen sollten wir immer mitdenken, ist es wirklich effizienter, eine KI einzusetzen, die erst, keine Ahnung, wie viel Serverressourcen, Energieverbrauch hat, oder kann ich es nicht doch einfach händisch machen, mit dem Gedanken im Hintergrund, dass wir uns jetzt sofort ändern müssen, alle. Ganz gut. Bevor ich dann noch ins Publikum gehe, möchte ich die Abschlussfrage fertig machen, sozusagen. Ja, also ich sehe das als total positiv. Ich glaube, dass die KI die wichtigste Erfindung der Menschheit ist. Und ich möchte, dass jeder Bürger, jeder österreichische Bürger verpflichtet wird, diesen KI-Kurs zu machen, den es gibt, den finnischen KI-Kurs, jetzt auch auf Deutsch, um sie weiter eine Meinung zu geben. Und ich glaube, dass uns diese Technologie in sämtlichen Branchen enorm helfen wird und so im Bereich. Ich möchte auch eine Runde werfen, dass es beginnt, dass jeder arbeiten muss. Ich sehe das nicht so. Also ich glaube, dass die Idee mit dem Grundeinkommen, ich bin ja ein Brecht-Anhänger, auch ein sehr guter ist und dass die Gesellschaft möglicherweise viel besser entwickelt würde, wenn man die Leute nicht immer dazu zwingt, jetzt auch arbeiten zu müssen.
wenn eh die Maschine die Arbeit verrichten, hoffentlich zu Lage kriegen kann. Ja, ich kann mich dem anschließen, also ich bin eigentlich auch eine große Optimistin. Aber mein Trend, also generell, was ich finde, was halt wichtig ist in dem ganzen Zusammenhang ist, es gibt halt so viel über diese Idee, die Roboter kommen und nehmen uns alles auch weg und nehmen die Herrschaft für die Menschen und dann verliert man halt schnell den wahren Diskussionswert, wo man halt wirklich entscheiden kann und muss und mitgestalten kann und halt wo relativ wichtige Themen sind, wo sie zeitnah eben schon geplant werden sollten oder durchdacht werden sollten. Aber grundlegend bin ich eben auch sehr optimistisch, was das Thema angeht. Und ich glaube, dass wir, wenn wir halt daran arbeiten und uns bei dessen Bewusstsein auch mehr Objektivität schaffen können mit maschinenunterstützten Entscheidungen und so halt eigentlich Diskriminierung der Welt reduzieren können. Und vielleicht auch dadurch, dass wir dann gezwungen sind, in verschiedenen globalen Regionen maschinell irgendwie zu vereinheitlichen, auch näher zusammenrücken und unsere Werte sich vielleicht auch an den eigenen Organisationen unterlegen. Und ich möchte nochmal den Aufruf sozusagen da auch ein bisschen setzen. Wir haben schon gehabt, dass man die Leute befähigt, auszuprobieren. Ja? Auch die Unternehmen nicht niederregulieren, sondern ausprobieren lassen. Es gibt ja die Idee, Sandboxes zu machen, in denen man mal ausprobieren kann, ohne dass es jetzt gleich sozusagen in der Coronavirus herumrennt über die ganze Welt. Ja? Und auch die Individuen sozusagen ihnen den Mindset zu geben, auszuprobieren. Ich glaube, das ist ganz notwendig, um dieser technologischen Geschwindigkeit auch in irgendeiner Form folgen zu können. Gut. Ich glaube, war es das mal. Ich schaue mal noch ins Publikum. Der George hat sich... Ich wollte noch sagen, was eigentlich vorher dazu gehört, aber immer noch dazu passt. Ich glaube, bei all der, sagen wir mal, AI-Affinität von dem, was derer, die hier diskutiert, sollte man auch ein paar Gedanken daran verschwenden, dass damit auch Risiken verbunden sein können, und zwar in der Rückwirkung auf den Menschen. Wenn ich daran denke, wie das Smartphone erfunden wurde, hat, glaube ich, kein Mensch daran gedacht, dass es sozusagen für Bestandteil des menschlichen Körpers wird, ohne dass der Mensch nicht mehr arbeiten und leben kann. Und was du jemand gerade den hier mit den Mineral Digital Natives, das haben die Smartphone implantierten Jugendlichen, die kein Smartphone haben, sind nicht lebensfähig. Dieser böse gesagt, aber es stimmt ziemlich. Man muss aufpassen, was nimmt man den Menschen in der eigenen Entwicklung, Arbeit, privat, wo immer, Gesellschaft, was nimmt man in den Weg, wenn man viel durch AI automatisieren kann und sie nicht selber mehr was tun können in der Richtung. Die Leute können, seitdem sie Tablets und Computer haben, schon nicht mehr Kopf rechnen. Viele können nicht mehr mit der Hand schreiben. Was geht uns denn alles verloren? Das ist ein Bildungsthema, aber das ist, dem nur zuzuschreiben, das wäre ein Bildungsthema, ist ja die Lücken, die entstehen, zu füllen. Das ist ja etwas wie eine Reparatur hinten noch. Und das kommt mir so komisch vor. Also man sollte früher schon denken, wo sind etwa Risiken, wo unsere Gesellschaft negativ beeinflusst wird in ihrer Entwicklung. Dazu vielleicht was sagen. Also ich glaube, dass AI genau in die Richtung geht, dass wir uns wieder ein bisschen unabhängiger machen von dem Ding, weil das Ganze alien ist. Das heißt, dass der Computer ist überall. Er ist nicht nur hier drinnen. Das haben wir nicht so gewohnt über die letzten Jahre, aber wenn ihr schon Alexa zu Hause und Google Assistant und eine Firma auch, den Lichtschalter schaltet nicht mehr ein in der Hand, sondern nur mehr ein Startbefehl. Also ich greife da gar nichts mehr an. Uhrzeit. Aber wenn das Ding nicht mehr funktioniert, was tun Sie dann? Der Schalter kann auch nicht spielen. Wenn man aber den Strom aufhält, was immer wahrscheinlicher wird. Was ist da? Nein, ich komme ja nur aus einer Zeit, ich bin ja mitgewachsen. Ich komme aus einer Zeit, wo es kein Smartphone gab. Meine Großeltern hatten einen Viertelanschluss. Das sind alle, die wir nicht mehr. Wenn der Strom ausfällt, kann ich nicht mehr einschalten. Außerdem schreiben wir alle, wenn man bei einer Kerze mir nichts anschließen kann. Das glaube ich, dass ich die Nummer mache. Abschließend noch eine Anmerkung dazu. Ich habe mitgenommen, dass also laut einer Gallup-Studie 86% der
Menschen, die in Österreich arbeiten gängen, sie nicht besonders mit ihrer Firma identifizieren und eigentlich unglücklich sind, dass sie Job gängen. Was ich erschreckend finde. 86%. Das heißt, die warten nur darauf, dass Freitag wird und das heimgekriegt wird. Was meine Hoffnung wäre, ist, dass Technologien wie künstliche Intelligenz irgendwie uns das vom Job abnehmen, das wir eigentlich nicht gern machen, dass die Menschen empathischer, kreativer werden, kennen, die Dinge machen im Leben, die sie wirklich gern machen und wir uns damit vielleicht als Gesellschaft sozusagen weiterentwickeln. Das wäre meine Hoffnung an das Thema. Weil ich halte diesen Wert von 86% als so erschreckend, ich kann es gar nicht sagen. Ja. Wenn das also so ist und ich glaube dem, dann ist in unserer Gesellschaft etwas furchtbar schief. Ja. Und die Frage ist, was können wir dazu tun, dass Leute lieber was tun? Und die Frage ist halt dann auch, wofür zahlen wir was? Und ich glaube, dazu gehört halt auch mehr, wie soll ich sagen, Freiheitsgrade zu haben, was ja ohnehin auch quasi im Job derzeit passiert. Das sagt, die Menschen müssen einfach größere Freiheitsgrade haben und Freiheit hast immer in beide Richtungen. Ich kann nicht mehr Flexibilität als Arbeitgeber verlangen, wenn ich es auf der Arbeitnehmerseite nicht habe. Also das muss in beide Richtungen gehen. Und meine Hoffnung war aber, dass die Technologie dabei hilft, dass wir uns sozusagen da weiterentwickeln, die, man sagt in Wien so schön, die Hocken, die wir machen brauchen, die man eh nicht machen will, weil es frustrierend ist, aber dafür uns auf Dinge konzentrieren können, die man kreativ, voll neue Sachen ausprobieren machen. Und das wäre meine Hoffnung und das wäre sozusagen das Schlusswort.